Sakrati, Sakrati. Bei uns muss man sich das Frühstück genauso hart verdienen, wie alles andere auch. So, jetzt. Eine frische Mille ist jetzt auch wieder im Haus. Na, Gott sei Dank. Sag mal, Resi, hast du nicht auch das Gefühl, dass wir da leben auf unserem Hof als wie im Mittelalter? Wer ist schuld? Unser Vater ist schuld, weil er mit dem Geld nicht umgehen kann. Wo ist er denn schon wieder? Der ist heute in aller Früh schon ins Dorf. Erstens, dass er unsere Gläubiger beruhigt und zweitens probiert er, ob er irgendwo Geld auftreibt. Es wäre auch dringend notwendig, weil mit den offenen Rechnungen und Mahnungen, die wir da heimlich haben, da könnte man zwei Winter ohne Holz durchheizen. Ja. Und schaut mich an. Jahr und Tag laufe ich in der Lederhose nochmal an. Ich brauche schon längst um ein neues Gewand. Na, du bist gut. Was soll denn da ich sagen? Und außerdem, ich bin ja schon lang im heiratsfähigen Alter, gell? Und hab nicht die Aussicht auf einen Pfennig Mitgift. Da nutzt mir meine ganze Schönheit nichts. Tröste dich, Schwesterlein. Ein Blinder nimmt dich auch ohne Mitgift. Ach, glaubst du das? Red nur du recht blätter her. Du erbst zwar mal da unseren Hof, aber die Frau möchte sehen, die an so einen Ruinenbesitzer heiratet. Ja, jetzt hast du wieder recht. Du übrigens, der Vater hat mir einen neuen Vorschlag gemacht, wie wir ganz schnell zu einem Geld kommen. Was? Wie? Jetzt pass auf. Er möchte eine Feuerversicherung abschließen, den ganzen Hof niederbrennen und dann eine Million kassieren. Aha. Und was hast du dann da dazu gesagt? Ich hab gesagt, der Vorschlag ist gar nicht schlecht. Aber ich hab ihn dran erinnert, mit was er die Prämien zahlen will, wenn kein Pfennig Geld im Haus ist. Dann hat er nämlich noch was vergessen. Was? Dass er auf ein paar Jahre im Gefängnis wohnen darf, wegen Brandstiftung. Hast du ihm das nicht gesagt? Nein, das hab ich ihm nicht gesagt. Ja, pass auf. Er möchte eine brennende Kerze ins Heu einstellen, mit uns einen großen Spaziergang machen und wenn dann der ganze Hof brennt, waren wir weit nur weg, verstehst? Ach, so ein Schmarrn. Bis das ganze Grafe da niederbrennt ist, da müssen wir lang spazieren gehen. Das ist wieder typisch Bauverkampf. Ja! Das freut mich aber, dass meine Kinderlein aufs Papille warten. Und das soll ich nicht umsonst getan haben. Hier ist das Ei des Kolumbus. Sag's ihm so blöd, ne? Unsere Not hat bald ein Ende. Wir sind bald reich. Ja. Aber nur, wenn unsere Hühner goldene Eier legen. Nein, Rudelein, wir leben bald wie im Schlaraffenland. So, dann brauchst du keine Kerzen mehr anzünden. Mhm. Was denn für Kerzen? Ach so, du meinst die Versicherungskerze, die Heukerze, na, braucht man nicht mehr. Mit der Versicherung ist alles erledigt, ich hab was Neues. Also pass auf, ich gehe auf die Bank, um wieder Geld zu holen und bekomme wie immer keines. Ne? Naja, da finde ich seinen Urlaubs- und Reisekatalog, den hat irgendein Tourist liegen gelassen und ich blättere und blättere darin und was sehe ich? Dass uns mir keinen Urlaub leisten können. Sei doch nicht immer gleich so schwermütig. Papa, jetzt sag halt, was hast du gesehen? Urlaub auf dem Bauernhof. Was? Wir sind auf unserem eigenen Bauernhof Urlaub machen. Rudi, heute ist dein Pappen und hör ich zu. Gut. Also, sind Sie auch ein großstadtgeschädigter Mensch, der sich nach unberührter Natur sehnt, der seine abgasgeschädigten Lungen regenerieren möchte, in schwermetallfreier Landluft den Alltagsstress abstreifen will, in gemütlicher, rustikaler Atmosphäre, entfliehen Sie dem Straßenlärm und dem verpesteten Ozon. Kommen Sie ins urwüchsige Bayernland, wo lustige Burschen und Lieben, ihnen wieder zeigen, was Lebensfreude bedeutet. Na, was sagt jetzt, hä? Aha. Ah ja, also, es geht noch weiter. Für 1290 deutsche Mark pro Woche dürfen Sie den Bauersleuten auf einem idyllischen Bauernhof, die sind in dem Fall dann mir, zur Hand geben. Kühe melken, Hühner füttern, Eier suchen und im frischen Heu wühlen. Danach fühlen sie sich wie neu gewühlt. Was? Neu geboren.
Na, was sagt's jetzt? Oh je. Was? Ich ahne Schreckliches. Was denn? Du möchtest Urlaubsgäste bei uns einquartieren. Ja, zahlende Gäste. Solche, die uns wie Arbeit tun. Sogenannte Urlaubssklaven. Ne? Bin gleich auf die Post gelaufen und hab den Zeckenbiss angerufen. Ne? Was für Gebiss hast du angerufen? Oh, Gebiss. Zeckenbiss, so heißt das Reisebüro, Reisebüro Zeckenbiss. Zeckenbiss, ne? Für 290 Mark Vermittlungsgebühr verbleiben dem bäuerlichen Gastgeber pro Kopf und pro Woche 1000 Mark. Folgedessen habe ich gleich ein Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer als frei gemeldet. Ne? Was hast du? Ja. Papa, was denn? Wir haben aber gar keine Gästezimmer. Ja, so, ihr habt überhaupt keinen Unternehmungsgeist. Die Leute schlafen in unsere Zimmer. Oh. Jawohl, ein Ehepaar, ein einzelner Herr und ein einzelnes Fräulein haben sich schon vorgemerkt. Ne? Ja, du, und wo schlafen dann wir? Naja, also pass auf, die vierte paar Tage schlafe ich da heraus auf dem Divan. Ne? Mhm. Du schlafst draußen im Stall. Mhm. Die Hundehütte wäre auch noch leer. Na, du kannst nicht so schön bellen. Ne? Und du schlafst in der Küche, in der Kohlenkiste. Ne? Was denn? In der Kohlenkiste habe ich gar keinen Platz. Ich roll dich schon zusammen. Genauso haben wir Schlaraffenland vorgestellt. Und die gebratenen Tauben, die schießen wir uns am Marktplatz. Ach, was jetzt? Hörst doch auf, lest denn ihr überhaupt keine Zeitungen? Ha? Steht jeden Tag drin ganz groß von einer gesunden Biokost. Unser Schweinefutter schaut ja nicht anders aus. Ne? Papa! Was denn? Schweinefutter sollen die essen? Naja, die Leute werden sowieso auf den Straßen da und betrogen. Das ist so Standard. Da wird dann verschiedene Fleischpflanzerl verkauft auf einem alten Salatblatterl, auf einem uralten Semmel. Ne? Unser Schweinefutter ist dagegen die reinste Delikatesse. Und als Nachspeise servieren wir dann unser Fallobst aus dem Garten. Ja, Rudi, du denkst ja mit. Papa, die laufen uns doch nach dem ersten Bissen schon davor. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Hm? Und so weit brauchen die gar nicht laufen. Warum? Hinterm Wald ist das schönste Kurhotel mit allem Komfort. Naja, das dürfen sie auf keinen Fall erblicken. Was machen wir denn da? Dann müssen wir es einsperren. Hm? Und mit Waffengewalt zum Dableiben fliegen. Ach, du hast lichte Momente, mein Kind. Ne? Papa, die hat ja bloß einen Spaß gemacht. Naja, du, sag mal, hast du deinen Kassettenrekorder noch? Ja, warum? Darfst heute Abend ins Kino gehen. Was? Da spielen sie ein Krimi. Aha. Und wenn's recht schießt, wenn's recht kracht, das nimmst du alles auf, gell? Ja, aber zu was denn? Und ganz einfach. Wir sagen unseren Gästen, hinterm Wald ist ein großer Truppenübungsplatz. Ne? Jetzt haben wir die. Ja. Und wenn's gefährlich wird, schalt die die Stammband ein. So ist es, ja. Dann müssen wir denen ja noch irgendwas von Tretminen erzählen. Ja, ich habe zwei Genies als Kinder. Unser Papa. Ja, ja. Und du glaubst wirklich, die zahlen so viel Geld und machen unsere Arbeit auch noch mit? Da steht's drin. Die Leute wollen's nicht mehr anders. Das macht das Großstadtleben. Glaub mir das. Also gut, Papa, ich glaub dir das. Ja. Und wenn die Leute wirklich fleißig mitmachen, ja, und arbeiten, dann mache ich zur Belohnung noch einen Apfelstrudel. Das ist gut. Dann schmeckt unser altes Fallobst besser. Ja. Ja. Ja, das Fallobst schön sortieren. Da, wo die meisten Würmer drin sind, das hebst man auf, die brauche ich zum Fischen. Hock nicht rum. Der Zimmer her ist mit dir reingekommen, dass das Zimmer ein sauberes, ne? Ja, was ist denn? Hallo! Ja. Schau, der Postler-Sepp ist gerade in der Küche. Ja, warte, da war der Postler-Sepp. Hm? Oh, ein Telegramm. Wir telegrammierten uns, ne? Ankommen mit dem 1-Uhr-Zug. Klappeck um Frau. Doch her, es klappeck schon bei uns, Gott. Oi, sofort eine frische Tischdecke anlegen. So. Papa, geh doch nicht. Schau dir das einmal an. Was denn? Muss man sich auch schämen. Das ist eine Emmentaler Decke. Ich bring dir gleich eine frische. Was? Wir haben noch eine? Ja. So ist es. Na gut, in Ordnung. Oh, Papa, ja. Mein Bett ist frisch gerichtet. Das Telegramm ist gerade gekommen. Ja? Ein Ehepaar hat sich schon angemeldet. Die klappen zu uns. Ja, ganz genau. Ja. So, hoffentlich.
kommen die alle auf einmal. Ich nehme an, die kommen alle vier gleich. Na, du, Papa, muss ich die Leute abholen? Ja, nimmst den Heuwagen, spannst den Ochsen ein. Heuwagen und den Ochsen, das kannst du nicht bringen. Natürlich, die Leute wollen es rustikal. Tu, was der Papa gesagt hat. Ja, du, ein Urzeit. Und ich werde den Staub wischen, damit es sauber ist, wenn die Leute kommen, gell? Wer kommt denn jetzt? Herein! Ach, der Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, was gibt mir die Ehre, bitte? Die Platz zu nehmen, hockt schon. So, um was geht's denn? Hm? Ja, Papa, die Sache ist so, schau mal. Was denn? Wenn deine Schulden sind ja kein Geheimnis. Ja, aber darum können wir ganz offen drüber reden. So ist es. Es kommen bestimmt wieder bessere Zeiten. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Es fragt sich halt bloß wann, gell? Wann? Ach so. Also wenn du es genau wissen willst, heute Mittag um eins. Heute Mittag? Heute Mittag um eins. Das ist gut. Was? Wenigstens hast du deinen Humor noch nicht verloren. Ja, schon oft, aber ich finde ihn immer wieder. Heute Mittag um eins. Ja. Jetzt im Ernst. Was denn? Verkauf mir den Hof, ich zahle den angemessenen Preis. Den angemessenen Preis kenne ich, das ist genau dasselbe billige wie vorigen Monat. Nein, nein. Selbstverständlich. Was? Ich stehe zu meinem Wort. Ja. Und außerdem ist der Hof inzwischen weiter runtergekommen. Aha. Denn die Kühe sind nicht jünger geworden. Und auf gar keinen Fall fetter. Ja, das stimmt. So fett wie du ist bei mir keine Kuh. Hoppala, gell? Ich bin vorsichtig, sag ich. Was denn? Bisschen mehr Respekt. Bin immer noch der Bürgermeister, gell? Haha, wer weiß, wie lange noch. Und außerdem bin ich nicht fett, sondern wohlgenährt. Ah, ja, ich kenne mich so aus. Auf eine ganz billige Art möchtest du meinen Hof erwerben, ein bisschen was herrichten lassen. Und dann wieder teuer verkaufen, absahnen. Nicht bei mir, gell? Bloß kein Neid, Oberbauer. Okay, schau, lang der schnaufst das doch sowieso nicht mehr. Was tue ich? Ja, drum sei gescheit, nimm das Geld, dann kannst du deine Schulden zahlen, kannst deiner Tochter eine schöne Hochzeit ausrichten, dein Buben kannst du noch auszahlen, und du? Du kannst deinen Platz im Altersheim sichern. Ja, du warst dann bei einem Vogel. Ich lasse ihn doch von dir nicht ins Altersheim schicken. Ja, möchtest du vielleicht in der Jugendherberge? Noch hier? Ja. Na, na, mein Hof erbt einmal mein Bruder, der Rudi. Und deine Schulden erbt er auch. Na ja, so erstens lebe ich noch und zweitens ist im Handumdrehen wieder genug Geld im Haus. Im Handumdrehen? Ja. Na, dreh's einmal ganz schnell um. Warum? Damit ich dir deine Schuldscheine reinlegen kann. Wie kommst du zu meinen Schuldscheine? Die habe ich alle aufgekauft. Das ist aber gar nicht schön von dir. 5.000 Mark. Für viel? Ja, für viel. Ja, so viel Geld habe ich momentan nicht im Haus, weil zurzeit überall eingebrochen wird, ne? Ja, jetzt brauchst du mir bloß nicht erzählen, du hast ein Konto auf der Bank. Na ja. Da täte ich auch was wissen davon. Na na, Huberbauer, du bist arm wie eine Kirchenmaus. Na ja. So. Was? Und jetzt sage ich dir noch was. Was denn? Bis morgen Mittag will ich die Hälfte von meinem Geld. Aha. Ansonsten lass ich dich zwangsversteigern. Ah, da schon. So, Papa, ja. Der Strudel ist im Rohr. Ja. Aha, der Herr Bürgermeister, grüß Gott. Ja. So, ein Strudel habt ihr ja. Ja, bei uns wird heute gestrudelt. Für unsere Sommergäste. So ist es. Ach, Gäste habt ihr auch? Ja, meine reichen Verwandten kommen, da werden wir dann bald im Geld schwimmen. Ne? Ja? Ja. Passt bloß auf, dass du nicht gleich das aufst. Warum? Du bist nämlich schon seit langem Nichtschwimmer. Nein, ich habe einen guten Schwimmgürtel. Ja, jetzt sage ich dir mal was, pass mal auf. Ja. Morgen bekommst du von mir 4.000 Mark. Und den Rest von dem Tausender nächste Woche. Ja? Das kommt mir doch alles ein bisschen spanisch vor. Ole! Jetzt geh. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Bis morgen Mittag. Ja, ja. Ole. Ja, geht dich aus.
der Hals abschneiden, ist mir gerade noch abgegangen, das sag ich dir. Papa, das habe ich gar nicht gewusst, dass die Gäste mit uns verwandt sind. Ach, das habe ich dir bloß erzählt, damit er nicht am Bauernhof runtergeht und blamiert uns für unsere Gäste, oder? Ja, und dann darf das vielleicht ins Kurhotel schicken. Und da ist er nämlich stille Teilhaber. Ja, aber da wollen er die gar nicht hin, weil die wollen ja bei uns mitarbeiten. Wo sagst du? Und in dem Kurhotel dann ja die hinten und vorn bedient werden. So ist, wer macht das schon? Ja, eben. Jetzt pass auf. Wenn du mich suchst, ich bin bei mir im Zimmer, mach den Schrank fertig, leg, ja, damit die Leute auspacken können. Bitte, ich bin in der Tür. Nur hereinspaziert in die gute, ah, das lasse ich weg, Stube. Wenn ich bitten darf, meine Herrschaften. Dankeschön. Mal mehr genau wie im Konspekt. Udo, das heißt Prospekt. Papa, die Gäste sind da. Ja, tatsächlich, ja. Ja, grüß euch Gott, ihr lieben Leute. Ihr seid schon da, das ist eine Freude. Papa, du sollst nicht dichten, sondern schön grüß Gott sagen. Oh, ja, schon, oder? Grüß Gott. Ja. Also, grüß euch Gott, ich bin der Huberbauer. Das ist meine Tochter, die Resi. Das ist bestimmt kein Besi. Ja, das geht ja dichtet auch. Das ist mein Bruder, der Rudi. Ja. Den haben sie schon kennengelernt, gell? Ja, so. Wo ist das Gepäck von den Leuten? Das ist noch auf dem Heuwagen. Na, ja, dann lad's ab und den Heuwagen fahr in die Garage. Ist in Ordnung. Ja. Kann die Herrschaft vielleicht für den Platz nehmen? Ja, ja. Udo, zuerst komm ich und dann du. So, jetzt darfst du dich hinsetzen, aber geh vorne rum, dass ich dich auf dem Auge habe. Los, setz dich endlich hin und pass aber auf meinen Fuß auf. Udo, pass mal auf. Udo, pass auf. Udo, pass auf. Jeder sitzt ein bisschen anders nieder, gell? So, jetzt seid's da. Also, ich möchte nur mal herzlich grüß Gott sagen, mich entschuldigen, dass wir Sie mit dem Ochsenkahn abholen haben lassen. Aber unsere Limonadensine. Ah, unsere Limosine, die ist noch in der Reparatur beim Hubschmied. Ja. Wer war's denn jetzt mit einem Willkommenstrunk? Ja, ja. So, das war recht. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Also, mein Name ist Mia Klappek. So. Und das ist mein Mann, der Udo. Trink so gerne Uso. Und wer sind Sie, Fräulein? Ich heiße Lilo Lafontaine. Das ist ja. Eigentlich heiße ich ja Suppenstrahl, aber das klingt ja so ordinär. Aber ich muss sagen, hübsch haben Sie es hier. Das war wirklich hübsch. Also ja. Ich muss sagen, Fräulein Suppenstrahl, Fräulein Lafontaine, also Sie haben einen guten Geschmack, muss ich schon sagen. Ja. Und wer sind Sie? Mein Name ist Bruno Pohl. Pohl? Ja. Nord- oder Südpol? Weder noch, wieder nur noch. Bruno Pohl. Aha, gut, na also, ja. Jetzt bringen wir ein paar Stammerle her, komm, ein paar Stammerle, gell? Also bitte, drei Gläser genügen. So, warum trinken Sie nichts? Ich schon, aber mein Mann trinkt nicht. Ach so, also. Ja, das ist auch sehr vernünftig von ihm, gell? Nein, das ist vernünftig von mir. Ach so. Wird man nicht blind von diesem Schnaps? Nur wenn man in die Augen hineinschüttet. Ja. Wie, was sind denn Sie vom Beruf? Ja. Ich bin Attaché, wenn Sie wissen, was das ist. Ja, ja, freilich weiß ich, was das ist. Was, das weißt du? Freilich, Papa. Ja. Wir haben doch in der Schule auch schon immer mit Pappmaschinen. Resala Attaché, der Diplomat Olympique. Ja, aber dem können wir dann kein Schweinefutter zum Essen geben. Na, misch ein paar Nudeln mit rein. Ja.
Also, ich habe jetzt kein Wort verstanden. Nein, ich habe mich gerade mit meiner Tochter über das Menü unterhalten. Und wir sind halt der Meinung, dass vielleicht nach der beschwerlichen Reise unser Essen Schweinebrat und Nägel und Grat und viel zu schwer wäre, dass wir vielleicht irgendwas Leichtes haben wir gedacht, ne? Und ja, darum kriegt's auch was Leichteres, ne? Also, ich esse ja lieber vegetarisch. Ne? Das ist es. Bei uns gibt's heute Abend, also beziehungsweise jetzt den ganzen Tag, einen Bio-Leck Gemüse-Eintopf mit Nudeln. Sehr fein. Ja. Da bekommt man ja gleich Appetit. Ja. Ja. Wissen Sie, das Essen in diesem Speisewagen, das war nämlich... Unter aller Sau. Also ich wollte sagen, das Essen in diesem Speisewagen hätten Sie nicht einmal an Ihre Schweine verfüttert. Es war, also bei uns werden Mensch und Tier mit den feinsten Delikatessen verwendet. Aber sonst wollen Sie vielleicht auch gleich essen, ja? Ja, ja, könnten wir vielleicht, könnten wir vielleicht das Finanzielle zuerst regeln, ne? Na ja, wer weiß, ob Sie noch zahlen können, wenn Sie es wissen. Rätsel, wenn das Essen... So, wo bleiben die Moneten? Hier ist mein Anteil. 1.000, bitte schön. 2.000, ja. Bei mir zahlt immer die Frau. Ah, die Frau. Bitte schön. Der 4, das lobe ich mehr. So, jetzt darf ich Ihnen also einen ganz besonders guten Appetit wünschen für dieses köstliche Mahl. Das muss jetzt noch gleich kriegen. Ne? So was haben Sie in Ihrem ganzen Leben noch nicht gegessen. Und darum wünsche ich recht guten Appetit. Ich gehe im Keller und hole eine Flasche Wein rauf zum Anstoßen. Halt! Moment, bitte. Ja, was denn? Für meinen Mann genügt ein Glas Most. Most? Wenn's nichts kostet. Auch da. Ja, also ich bin gleich wieder da. Ja, schauen wir mal. Ja, weißt du, mir so ein Glas Wein hätte mir bestimmt nicht geschadet. Udo, ich weiß, was für dich gut ist. Dann ist gut. So, meine Herrschaften, jetzt kommt die Biokost. Ah, ja. Aber zuerst haben wir noch die Arbeitskleidung. Arbeitskleidung? Ja, Sie wissen. Ach, ja, natürlich. So, halt so rum. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Ja, wo haben Sie denn die Löffel? In der Hosentaschen. Da haben Sie die Löffel. So, jetzt. Bitteschön. Guten Appetit. Moment mal, bitte, wo sind denn die Teller? Teller? Ja. Bei uns gibt's keine Teller. Na. Wir sind da auf dem Bauernhof. Da tut man aus den Topf raus essen. Ja. So, rustikal das Ganze. Ja. Sehr ländlich, ja. Udo, du wartest, bis ich begonnen habe. Jetzt darfst du. Was meinst du, Mia? Schmeckt es mir? Dann schmeckt's mir auch. Ja, es schmeckt vielleicht ein bisschen ungewohnt, gell? Weil sowas haben's bestimmt noch nicht gegessen. Merkwürdig. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ja. Ist was nicht in Ordnung? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das kann er noch nicht sagen. Es schmeckt so ähnlich wie... Ja, schmeckt so ähnlich wie... Wie das Essen in unserer Parlamentskantine. Ja. Wirklich? Ja, waren Sie damals Köchin tätig? Na, ganz gewiss nicht. Ja, da ist jetzt der Most, der nicht kostet. Und eine gute Flasche Wein habe ich leider das letzte. Ne, ab morgen gibt es dann nur noch Wasser aus dem Brunnen. Ne? Ja, so. Unerhört. Oh, scheint ein guter Tropfen zu sein. Ja, Mann, guten Geschmack, Fräulein. Das sagt Ihr Herr Vater auch schon, ja? Ja. Moment. Udo, komm her. Udo, komm sofort hierher. Hier riecht es plötzlich so merkwürdig. Udo! Diesmal war ich's nicht. Ich jetzt los mal auf, du Strudel, der verbrennt gerade. Was? Es klangt schon, gell? Eine braucht für meine Schweine. Apfelstrudel wäre
natürlich auch noch recht gut gewesen, gell? Oh, sagen Sie das nicht, sagen Sie das nicht. Mir hat dieser Eintopf sehr gemundet. Ich war? Ja. Na, was haben wir da schon, gell? Also auf alle Fälle war er besser wie dieser Schlangenfraß in diesem Speisewagen. Ja. Der war nämlich... Unter aller, unter aller. Ja, unter aller was? Wenn's mich so anschreist, dann weiß ich nicht mehr, unter was der war. Also, ich wollte sagen, ja. Ich muss sowieso auf die Nachspeise verzichten, denn ja. Ich will weder ein Kilo ab, noch ein Kilo zunehmen. Ist doch schade um jedes Kilo. Ach, Herr Huber! Ja. Am reichsten von Ihnen! Gell? Ja. Hast du das gehört, Udo? Der Herr Huber, das ist ein Mann. Der weiß, eine Frau meines Kalibers zu schätzen. Deine paar Kilo kann ich auch noch schätzen. Gnädige Frau, wenn Sie abnehmen wollen, könnten Sie ja bei uns Holz hacken. Oh. Holz hacken? Gottes Willen, da trifft mich ja der Schlag. Lieber Gott, tu ein gutes Werk. Holz hacken kannst du der Frau nicht zumuten, die Arbeit ist doch viel zu schwer. Was Leichtes müssen wir da suchen. Ich weiß schon, Sie kommen zu den Hühnern. Was, zu den Hühnern? Ja, das haben Sie aber gut getroffen. Ja, ja. Udo, wie meinst du das? Ich wollte sagen, ja? Dass das der Huberbauer, der Herr Huberbauer gut getroffen hat, dass die leichten Hühner, ja. dass dir die leichten Hühner, mit den leichten Hühnern... Udo, halt die Klappe. Ja. Und was haben Sie für mich für eine Arbeit vorgesehen? Also Holzhacken ist mir auch zu beschwerlich. Ja, was haben Sie denn für Ämter begleitet? Ich war im Finanzamt. So? Na ja, dann sind Sie aus Melken schon gewöhnt, ne? Dann kommen Sie in den Kuhstall, Herr Paul. Ja, also, wenn Sie beim Finanzamt tätig waren, sind Sie auch für Subventionen für verarmte Kleinbauern zuständig, so wie wir das sind? Ja. Leider nicht. Ich bin nämlich nicht mehr im Amt, wissen Sie. Aha. Ja. Ich habe eine große Erbschaft gemacht und möchte mich nur noch erholen. Eine Erbschaft hat er gemacht. Also mach dich hin an den, dann sind wir aus dem Wasser. Ne? Ja. Und was üben Sie für einen Beruf aus, gnädiges Fräulein? Ich bin Verkäuferin. In einem Schuhgeschäft? Nein, nein, in einem Sexshop. Haben Sie Sex gesagt? Ja. Udo, bleib sitzen. Du kannst zu Hause auch nicht bis sechs zählen. Ja, bei dir daheim. Was mache ich hier nicht beruflich, gnädige also, Frau? Ich bin Hausfrau von Beruf. Aha, ja, ich bin sozusagen die Frau im Haus. Oh, schön, ja. Ja, und mein Mann, der Udo, der ist Buchhalter. Ja, der darf die Bücher halten. Naja, und in meiner Freizeit, da stricke ich am liebsten. Das ist schon, das ist vielleicht schon. Könnten Sie einen Winterpullover brauchen. Nein, warme Sommerhosen, mein Lieber. Ja, dann kommst doch zu mir in unseren Shop. Ja. Da haben wir einige aus Latex. Na, aus Plastik mag ich keine Unterhosen, da schwitze ich schon. Ja, aber die aus Wolle kratzen doch so fürchterlich. Ja. Also, Fräulein, das lassen Sie sich gesagt sein. Das, was ich stricke, das kratzt nicht. Ach, Udo, hör sofort zu kratzen auf. Ja, wie du meinst, Mia. Gnädige Frau, sind Sie gern in Bayern? Ja, sehr gerne. Ich fahre auch jedes Jahr in Urlaub hierher. Ja, leider. Bitte? Ich meine, leider sind wir nicht ans Meer gefahren. Gott sei Dank. Da hätte ich ja Angst, ich könnte ersaufen. Drum möchte ich ja immerhin. Was? Immerhin willst du da nicht hin. Naja, wir haben hinten im Hof. Ein großes Planschbecken, da können Sie dann rumplanschen. Also ich bin ja mehr... Ja, der möchte auch ans Meer. Nein, ich bin mehr für ausgedehnte Waldspaziergänge, wissen Sie? So, so. Ui, da werden wir ein bisschen Probleme kriegen. Ja. Wieso? Ja, der Wald gehört nämlich der Bundeswehr. Genau, da haben wir hinten einen großen Truppenübungsplatz. Ja. Oh Gott. Und da ist alles mit Tretminen ganz vertreten. Ja, ja, da wenn Sie reintreten, schauen Sie nach furchtbar zerstreut aus. Naja, hoffentlich machen die Soldaten nicht allzu viel Kraft. Nur wenn die Nähe kommt, dann hört man Schüsse. Schüsse? Du wolltest doch noch was besorgen, ne? Ah ja, ich wollte noch ins Dorf gehen. Ja, ja, Moment, zeig die Herrschaften, wo sie schlafen, ne? Fräulein Lilo und die Familie Klapp ums Eck, ne? Nein, falsch. Klappeck.
Ach so, ja, gut, also Sie. Also, meine Herrschaften, wenn ich bitten darf, da geht's lang. Bleib sitzen, zuerst komm ich. Ja. Du darfst mir jetzt folgen. Ja. Mach schnell. Ja. Udo! 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 Chef? Ja? Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer, gell? Ja, danke schön. Sie? Ja? Sie dürfen in meinem Bett schlafen. Ui, was? Das geil, ja. Und ich erlaube Ihnen auch, dass Sie von mir träumen. Von mir träumen? Ja, träumen. Ja, das fängt ja gut an. Warum? Na, erst diese Sache mit diesem Truppenübungsplatz und jetzt das. Was denn? Eigentlich wollte ich mich hier erholen. Aber, Herr Pohl, wenn Ihnen unser Essen geschmeckt hat, ja, sehr gut, dann sind Sie mit meiner Resi auch zufrieden. So? Ja. Das ist eine sehr unbequeme Liegestatt, dieser alte Dübel. Ich werde da schwer, es kreischt der Kopf. Wie spät haben wir denn überhaupt schon? Eine Uhr können wir uns auch keine leisten. Muss jetzt wieder auf Kirchturm Uhr schauen. Das schon her, da kommt ja dieser Bauernbürgermeister auch schon daher. Der will bestimmt wissen, ob er sein Geld kriegt. Aber lass ihn nur kommen. So schnell war ich auch noch nie angezogen. Ja, herein. Oh. Guten Morgen, Huberbauer. Guten Morgen, Rotkäppchen. Na, was denn? Haben wir gut geschlafen? Ich schon. Aber du nicht, weil du nicht weißt, ob du dein Geld kriegst. Und wie schaut's aus? Krieg ich's? Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Ja, Miller. Ja, was sagst du? Hast du deine Verwandten schon aufgeklärt über deine bescheidene Finanzlage? Nein, nein, unter Verwandtschaft gibt's keine Geheimnisse. Also dann. Was? Nein, nein. Hermin, sagst du? Ja, mit den Schuldscheine. Ach so, ja. Ich mag's dir auch, ja. Ja, natürlich. Wie viel hast du? Vieri, ne? Ja. Na, tun wir einen mit 1000 raus. Nein, halt umgekehrt, das Augenfalls. Ach so, ja. Also, da hast du deine geliebten Scheine. Ja. Was machst du denn da damit? Lass deine Frau wieder herrichten, ja? Da werden die paar Mark nicht reichen. Das glaube ich dir. Ja. Die Verwandtschaft ist ja recht spendabel. Ja, ja, das sind sehr vernarrt in mich, gell? Ja? Mhm. Es ist mir unbegreiflich, wie man dich gern haben kann. Mir ist unbegreiflich, wie du wieder Bürgermeister hast werden können. Nicht übermütig werden, gell? Was denn? 1000 Mark sind immer noch offen. Kriegst du nächste Woche, wie versprochen. Jetzt kannst du wieder gehen, ne? Ich mag aber nicht. Warum nicht? Vielleicht magst du mir deine Verwandten vorstellen? Nein, das mag ich auch nicht. Vielleicht könnte mit denen ins Geschäft kommen. Nein, meine Verwandtschaft macht mit dir keine Geschäfte. Die sind zum Vergnügen da. Außerdem schlafen sie noch wie Murmeltiere. So? Ja. Ich kann mir nicht helfen, Ich kann dir auch nicht helfen. Irgendetwas stimmt da nicht, ja, mit dir. Das stimmt alles. Naja, ich komm da schon noch dahinter. Meinst du? Spart sich uns heute ja, noch. Ja. Ja, okay. Gib Obacht, dass du den bösen Wolf nicht begegnest. Das ist nicht gut möglich, mein Alt ist daheim, gell? Irgendwas Gemeines muss mir einfallen, Gegardin. Irgendwas. Guten Morgen, Herr Huberbauer. Guten Morgen, Herr Nord- und Südpol. Ja. Haben wir gut geschlafen? Ja, dank der Nachfrage, sehr gut. Mir scheint, Sie sind ein Frühaufsteher, was? Ja, ja, da haben Sie recht. Ja. Wissen Sie, wenn man sich in der Politik zu was bringen will, ja, muss man einfach früh aufstehen. Ja, dann müssen unsere Politiker alle verschlafen haben. Was ich gesehen habe, haben Sie in aller Herrgottsfrüh heute schon Besuch gehabt. Besuch? Ja. Ach so, Sie meinen, der wo gerade nach Hause? Ja. Das war unser Dorfdepp. Nein. Der läuft in der Früh mal rum und bettelt um ein Geld.
Sagen Sie bloß. Ja, ja. Also so hat er nicht ausgesehen. Na ja, einen Deppen sieht man nie an, wenn er deppert ist. Ne? Aber bei dem ist ganz schlimm. Das ist schlimm? Der verkleidet sich immer. Der kostümiert ja, sich. Einmal kommt er als Neandertaler, dann kommt er als Napoleon. Heute ist er wieder als Bürgermeister unterwegs. Ja, vollkommen blemblem. Ja, ja, ja. Sowas kenne ich. Solche Leute hatten wir auch im Bundestag. Na, die haben wir für heute noch. Ja. Und wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Huberbauer, würde ich gerne frühstücken. Frühstücken? Ich habe nämlich schon einen langen Waldspaziergang hinter mir. Was? Sie waren schon im Wald? Ja, ja, ganz in der Nähe von diesem besagten Truppenübungsplatz. Um Gottes Willen. Ja, keine Sorge, Herr Huberbauer. Hab keinen von den Soldaten gesehen. Ja, ja, die tarnen sich perfekt, gell? Da haben Sie recht. Mhm. Aber gehört habe ich Sie, gehört. Gehört? Gott sei Dank, der Rudi war schon unterwegs. Was haben Sie denn gehört? Vereinzelt Schüsse. Schüsse ist immer gut. Und dann wieder sprechen. Sprechen? Ja, ja, das war so merkwürdig. Ja, was war denn da so merkwürdig? Ja, dieser Umgangston zwischen den Soldaten. Ja, was haben denn die gesprochen? Also der eine hat gesagt, Herr, leg doch diesen feigen Hund schon. So? Hat der andere gesagt, okay, Boss. Das hätte ich mir als Soldat einmal erlauben sollen. Ja, aber der heutige Kasernenton, der ist ja so gelockert wie noch das nicht. Reinste Gangsterton. So ist es. Ja. Ich würde trotzdem gerne frühstücken. Ich würde gerade sagen, ich schaue jetzt mal nach dem Frühstück. Rösi! Ja? Dankeschön, Herr Huberbauer. Dankeschön. Ja. Ja. Guten Morgen, Herr Pohl. Guten Morgen, Frau Resi. Na, haben wir gut geschlafen? Ja, dank der Nachfrage, sehr gut. Aber geträumt habe ich nicht von Ihnen. Na, hat der Glück gehabt. Naja, das macht ja nichts. Das kommt schon noch. So, so. Ja, sieh, ich habe für heute in aller Früh schon Apfelstrudel gemacht. Wirklich? Ja. Die Klapperbecks sitzen schon dabei. Ja, dann ran an den Strudel, sonst essen wir die Klapperbecks alles weg. Der frisst gern, gell? Ja, schaut schon aus, ja. Du, magst du nix? Na, danke, mir ist der Appetit absolut vergangen, ne? Warum? Der Bürgermeister war schon da, hat die ersten 4.000 kassiert, ne? Au, wer hast du ihn gleich ausgezahlt? Na, sofort, und den Rest, den will er nächste Woche. Also, sei lieb und nett zu diesem Pol. Vielleicht verlängert er eine Woche, dann sind wir schuldenfrei. Mach ich so, verlass dich nur auf mich. Gell? Ja, ja. Du, vielleicht bleiben die anderen dann auch noch eine Woche länger? Mei, das war recht. Dann bleibt uns noch ein Haufen Geld über. Und lauter verbilligte Arbeitskräfte. Ja. Also solche Arbeitsklaven habe ich mir immer schon gewünscht. Na, jetzt hast du es ja. Jesus, Maria. Was? Haben wir halt noch mehr Glück gehabt. Warum denn? Was glaubst du, was ich in der Früh gesehen habe, wie ich aus dem Fenster geschaut habe? Was denn? Den Nordpol. Nein, bist du dämlich. Wenn man bei uns beim Fenster rausschaut, da sieht man überhaupt gar keinen Nordpol. Hätten Sie einen Misthaufen. Wer ist denn jetzt dämlich von uns zwei? Ich meine doch unseren Gast, den Herr Pohl. Ach so. Wie er schnurstracks auf den Wald zu mischen. Ach so, ja, ja. Ich schnapp mir den Rekorder und hab's Gott sei Dank noch geschafft. Und hab ihm dann die wildesten Szenen aus dem Mafia-Film Schüsse aus dem Geigenkasten vorgespielt. Da wird er sicher so ringfähig sein. Ich hab gesagt, du sollst die Geräusche aufnehmen und nicht die Gespräche. Der Pohl hat gemeint, unsere Soldaten sind lauter Gangster. Ich weiß schon, ich hab jetzt spät auf die Stopptasten drücken. Ja. Aber er hat Gott sei Dank nichts gemerkt. Na, wichtig ist, dass er nicht an dieses Hotel gekommen ist, da dieses Kurhotel im Wald. Macht doch nichts, wenn der da auch hinkommt. Warum? Der bleibt schon da bei uns. Meinst du? Bin ja ich da. Ach so. Das Waldhotel hat aber eine sehr nette Bedienung. Na, und du meinst vielleicht, dass die nie ausstechen kann, oder was? Davon bin ich überzeugt. Von wegen. Weißt du, als mein Bruder nämlich überhaupt gar keine Ahnung hast von meinen weiblichen Qualitäten, gell? Das ist an ihrer schwächsten Stelle erwischt. Papa, das ist doch schon gewohnt von mir. Ja. Du weißt, was jetzt einmal ganz wichtig ist? Ja. Dass wir endlich eine Arbeitseinteilung für unsere Sommergäste treffen. Ja, Passeur, die Resi lernt dem Pol das Melken im Kuhstall. Ich kümmere mich um die Klappex und du um das Sonnenlillo. Ja, Papa, du hast ja wie immer die besten Ideen. Sowieso. Aber, was? Du sag einmal, was kann jetzt zur Verkäuferin aus einem Sexshop auf dem Bauernhof tun? Ach so, ja. Moment einmal, die Leute, also Sexshop, da meinen die meisten Leute, ob mit der Schweinerei zu tun, dass sie es ins Ausstellen haben.
Ich obacht, wenn du die Schweine fütterst, dass das von der Lilo nicht in der Nähe ist, gell? Warum? Sonst sieht sie eine Ähnlichkeit mit unserer Bio-Kopf. Ach so! Ich pass auf. Und auch ein Schweinestall hat ein ruhiges Platzerl. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Lilo. Sie wissen's was. Lassen's doch das Herr weg. Ich bin einfach nur der Rudi. Dann lassen Sie auch das Fräulein weg. Dann bin ich einfach nur die Lilo. Einverstanden. Gut. Und jetzt lassen wir beide noch das Sie weg. Dann sind wir genau da, wo wir hin wollten. Wenn's meinst. Ja. Und jetzt gingen wir zwei in den Schweinestall. Weil nämlich eine Sau von uns Mutter geworden ist und hat 6 junge Ferkel geworfen. Geworfen? Ja. Wohin? Nicht wohin. Das heißt man bei uns so, wenn sie auf die Welt kommen. Und dann sind die lieb und brav und anhänglich wie ein Schoßhunderl. Und die beißen bestimmt nicht? Ach, geh woher. Komm, ich stell's dir alle vor. Gut. Da geht's nach. Ach, so ein frischer Morgen ist halt doch was Frisches. Nur dieser Bauernhof scheint nicht mehr ganz frisch zu sein. Na, was haben wir denn da Schönes? Ein Kassettenrekorder. Ach, da sind bestimmt ein paar lustige Volksweisen drauf. Na, die wollen wir uns doch mal anhören. Na, wo setzt man denn den in Betrieb? Hier. Ja, der Herr Kohl. Wer war denn der Strudel? Großartig, Freund Riesi, großartig. Ja. Einfach köstlich. Nach dem alten Sprichwort, Strudel am Morgen vertreibt Hunger und Sorgen. Und Strudel am Abend, der quiekend und labend. Ja. So oft muss ich auch nicht strudeln. Geil, Herr Kohl, Sie haben bestimmt schon auf mich gewartet. Wieso? Weil ja einmal Papa versprochen hat, dass Sie heute unsere Kühe melken dürfen. Ach so, ja, ja, Freund Riesi. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich sag's Ihnen, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Kuhbusen in der Hand gehabt. Häuschen! Ja, meine ich ja, meine ich ja. Aha. Sie sind nicht verheiratet, gell? Nein. Da bin ich bis jetzt noch nicht dazugekommen. Na ja, dann. Freund Riesi, ich habe mal gehört, dass Kühe, wenn man ihnen Musik vorspielt, viel mehr Milch geben. Wie wäre es denn, wenn wir den Rekorder mit in den Stall nehmen und den Kühen ein paar zünftige Volksweisen vorspielen da? Nein. Nein? Das nutzt bei unseren Kühen überhaupt nichts. Die sind total unmusikalisch. So. Und glauben Sie mir, auf die Musik da, mei, da wäre es höchstens unser Millisauer. Nein, Herr Pohl, wenn einer... Mei, Herr Pohl. Was denn? Ja, was Sie für weiche Handel haben. So. Jesus, da werden unsere Kühe gleich jubilieren, wenn sie von Ihnen geholfen werden. Glauben Sie? Ja. Ich führe Sie zu Ihrem Glück. So. Also, der Rudi ist mit dem Mädel schon im Stall. Die Rede zeigt dem Pol gerade, wo das Alte ist. Ich kann mich nur noch um die Klappex kümmern. Jetzt schauen wir mal, wo der Herr Huber ist. Ach, da ist er. Also, Herr Huber, was ich Ihnen sagen wollte, Ja. Diese Landluft hier, die wirkt bei mir direkt Wunder. Ich war? Ja, zu Hause kann ich ja so schlecht einschlafen. Ich auch, weil du immer schnarchst. Also, wie gesagt, sie wirkt direkt Wunder bei mir. Hier lege ich mich ins Bett und bin sofort weg. Ja. Ja, als wie wenn mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf schlagen würde. Ja. Den findet ihr an uns. Die Luft haben wir schon, ich brauche auch keine Baldrian-Tropfen zum Einschlafen. Sagen Sie mal, Herr Huber, Ja. Sind Sie eigentlich verheiratet? Nein, ich bin schon seit 10 Jahren Witwe. Mei, hat's der gut. Das tut mir aber leid. Ja. Haben Sie nie an eine zweite Ehe gedacht? Ich schon, aber die Frauen im Dorf nicht. Sind Sie froh, allein ist auch ganz schön. Ja. Udo, da kannst du doch gar nicht mitreden. Ja, leider. Naja, man gewöhnt sich an alles, ne? Sagen Sie das nicht. Sie, ja? Sie könnten sich aber von dem Sexfräulein aus dem Sexshop eine aufblasbare Sexpuppe zulegen. Udo! Der Herr Huber braucht keine künstliche Frau.
Aber praktisch wird's, ne? Wenn er sich verbraucht, lasst er die Luft raus und meinen Schubladen. Oh. Ich brauch keinen weiblichen Luftballon. Ich lass mir einen Katalog zuschicken. Du doch! Du brauchst sowas erst recht nicht. Du hast ja mich. Aber du passt in die Schubladen. Es ist viel wichtiger, dass es Ihnen bei uns hier gefällt. Ja, also mir gefällt es ja sehr gut. Na also, ja, und ja. Ihnen? Sofort gefällt es ihm auch. Das ist ja hier auch viel schöner wie am Meer. Hier haben wir eine gesunde Luft, ne? Ja, ja. Ach, diese Luft hier, die weckt in mir versteckte Energie. Okay, und darum möchte ich jetzt endlich zu arbeiten beginnen. Gehen wir in den Hühnerstall. Jetzt dürfen Sie die Hühner füttern. Gut. Und immer piep, 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 piep. Auch piep, 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 fressen Sie dann leichter. Schneller. Ja. Sagen Sie mal, wirkt das bei Udo auch? Das weiß ich nicht. Sie dürfen dann die Eier suchen, ja? Muss ich da auch piep, 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 piep? Ja, ja, das kann nie schaden, ja. Eier suchen, das habe ich zuletzt als Kind gemacht. Und da nur zu Ostern. Ja. Ja, dann wirst du eben jetzt wieder kindisch und suchst Eier. Also, die junge Hasen haben wir auch im Stall. Ja. Aber jetzt gehen wir zuerst zu den Hühnern, gell? Ja, also, immer schön piep, 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 piep. Gut, er hat junge Hosen und ich habe einen alten. Na, gar niemand daheim. Heuer, die Verwandtschaft wird nicht schlafen. Na, warte ich halt, bis den Herren des Hauses recht ist. Ja, was haben wir denn da? Jetzt wäre ich einmal ein Marschblasen. Denn so wie ein Huber bauen kann, hat er da Marschmusik drauf. Ja, was tust denn du? Was machst denn da? Wer hat denn das erlaubt? Ha? Was regst dich denn schon wieder so auf? Ich reg mich nicht auf, ich frage mich nur, was du da bei mir auf dem Hof herumzulungen hast. Ha? Was hast du jetzt gesagt? Du pass mal. Was denn? Ein Bürgermeister. Ja? Der lungert nicht rum. Na, ein Bürgermeister ist Tag und Nacht unterwegs zum Wohle der Gemeinde. Unterwegs, das glaube ich dir sofort. Und um nach dem Rechten zu schauen. Aha, da hat eine Hinterpfotigkeit auf Lager, ne? Wer ich? Ja, du! Wie kommst du jetzt da drauf? Weil ich dich lange genug kenne. Na, sowas darf mir doch nicht im Traum einfallen. Nein, aber. Rein zufällig war ich da. So. Sich den Rekorder. Dinge mal, jetzt überrasche ich dich mit deiner Musik. Ja. Dabei war ich überrascht. Ja. Was ist denn das für ein Knatter? Ein Hörspiel hat mein Sohn aufgenommen zur Unterhaltung meiner Gäste. Ja, freilich. Fernseher kannst du ja keinen leisten. Kann man schon leisten, aber ich mache ihn nicht mehr auf. Ist ja nicht mehr gescheit drin. Früher, da war das was Schönes. Heimatmelodie, Stangl, wie ein Theaterstadion. Da hast du gib mir nicht in den Kopf hinein, was? Dass deine reichen Verwandten so lang da bleiben. Das glaube ich dir aufs Wort, dass in deinen Kopf nichts mehr hineingeht. Und glaub ja nicht, dass du mir deine Verwandten vorenthalten kannst. Hm. Die lerne ich schon noch kennen. Ja. Und dann sag einer, was du für einer bist, du. Ja. Du. Sag's ja nicht aus, gell? Du. Vorsicht, ich hab Zeugen. Dann such das doch selber raus, du! Ich will schon, jetzt soll ich immer aufhalten. Du, du, du! Du musst wirklich anhalten, ja, ich hätte ja niemals geglaubt, dass was Hennen denn so lieb sein können. Ja, ist lieb, ja. Sind ja auch junge Hennen. So ist es. Was meinst du damit, Udo? Ich wollte sagen, dass natürlich junge Hennen lieber sind, als wir so alte Hennen. Udo, mit dieser alten Henne hast du da mich gemeint? Ja, wie kommt denn auf diese Idee? Nein, ich glaube nicht, diesmal wirklich von der alten Henne geredet, ja. Naja, so wenn Sie das sagen. Ja, ja. Ah! Und diese reizenden Küken! Ach so. Ah, ja,
auch schon gefunden. Das ist ja, und die Hasen habe ich gefüttert. Der fleißige ja. Klapperstorch. Ein Heck. Klapperstorch. Ja. Na ja, da ist auch viel schöner hier. Was ist das? Ja. Da ist eine Abwechslung. Ja. Was ist denn schon am Meer? Gar nichts mehr. Ne? Salzwasser, Ölflecken auf dem Wasser, vielleicht noch der weiße Hai. Ne? Vielleicht haben Sie recht. So ist es. Jetzt möchte ich aber die selbstgefundenen Eier kochen. Ja? Selbstgefundene schmecken vielleicht doch besser wie selbstgelegte. Ja. Warum lege ich die Eier auch selber? Bei mir ist alles möglich. Das glaube ich, ja. Da ist die Küche. Hoffentlich werde ich schneller weich wie die letzten, die warum? Ich gekocht habe. Da habe ich 2 Stunden hingekocht und bin noch hart. Ja. Also, so schön hat er sich das Landleben nicht vorgestellt. Ja, ja. Der da und im Büro rumsitzt, ne? Ja, und im Urlaub sich immer die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, ist ja auch nicht gerade ja. Die Erfüllung. Da haben Sie recht. Sie sind eine sehr vernünftige Frau. Ja, das bin ich. Und darum lassen Sie Ihre abgasgeschädigten Lungen ruhig ein bisschen raushängen, ne? Ja. Ja, ein bisschen sieht man schon, ja. Und die Alpenluft einschnappen. Ja, diese Luft. Die genau. Ist ja so gut. Ja, ja, sehr gut. Vielleicht können Sie Ihren Mann überreden, dass er noch eine Woche verlängert. Wird er vielleicht auch so rustikal wie ich? Hm? Was? Naja, also da fehlt es ja bei ihm um die ganze Neuhauser Straße. Ja. Aber ich meine, wenn wir von Rustikalität sprechen, habe ich das Gefühl, dass wir beide viel besser zusammenpassen würden. Schade, dass ich schon verheiratet bin. Gott sei Dank. Bitte? Mein Gott sei Dank gibt es noch so fische Frauen wie Sie. Ne? Ach, Sie haben es bemerkt, heute vielleicht Rudi! Wollen Sie vielleicht bei einer Geburt dabei sein? Ja. Geburt? Warum wird ein Kind geboren? Na, diesmal kein Kind. Ach so, bekommt vielleicht eine Kuh ein Kälbchen? Nein, leider auch nicht. Ein Ross, ein Rösslein? Nein. Ein Ochs, ein Öchslein? Ja. Eine Henne, einen Hahn? Ja, der war vorher schon da. Meine, unsere beste Legehenne, die Bertha, die brütet schon seit einiger Zeit. Ja. Und heute früh habe ich es knacken gehört unter ihrem Federkleid. Schön. Ach, Reizend! Ja. Also diesen Knackbrüter muss ich mir aber wirklich anschauen. Ja, piep, 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 die Mami kommt! Was? Auf mich los, das sage ich dir. Pap, beschwer dich nicht, gell? Was? Schließlich hast du die Idee gehabt mit deinen Sommerfischern. Ja, ja, übrigens, der Bürgermeister war auch schon wieder da, ne? Ja, das lässt dich gewimmern, sein Geld hat er doch gekriegt. Ja, bis auf 1000 Mark, dass die nicht in seinen Bauernschädel hinein, dass wir auf einmal so viel Geld haben, ne? Ja, jetzt müssten halt unsere Gäste eine Woche länger bleiben. Das wäre schön. Dann könnten wir ihm das Geld zurückzahlen. Ui. Und dann schmeißen wir gemeinsam nach. Wo? Ja, bei der Tür. Na, beim Fenster wäre es mir lieber. Wieso? Da fliegt er schneller und leichter. Übrigens, den Rekord hat er auch in der Hand gehabt. Ja, ich hab's schon gehört. Aber unsere Gäste haben nichts gespannt. Ja. Die waren so mit den Viecher beschäftigt. Na, Gott sei Dank. Wichtig ist... Papa! Ja. Oh. Jetzt kommt der Pol melken. So? So. Der hat ein kleiner so weiche hin. Na, ist wahr. Hast du festgestellt, dass er weiche Hände hat? Ja. Hat er das die Kuh erzählt? Glaubst du, du bist so blöd? Ist doch wohl. Okay. Jetzt ist der Streit. Wichtig ist, dass er noch eine Woche da bleibt. Damit er Geld reinkommt ins Haus. Nein, der bleibt schon da. Ja. Ja, ich habe ihm nämlich angedeutet, wenn er seinen Urlaub verlängert, dass sich dann zwischen uns zwei was ergeben könnte. Das ist ja. Gottes Willen. Hoffentlich hat er das nicht als Drohung aufgefasst. Jetzt schmiert er dann der Kleine. Na, das gibt's. Jetzt kommt der Bürgermeister schon wieder. Ja, tatsächlich. Ah. Ja, dass man den nicht irgendwie ausschalten kann. Ja, heute können wir ausschalten. Heute hat er seine rote Joppe an. Resi, lass einen Stier raus. Das ist gefährlich. Der Mul ist halt besonders wild. Das ist gerade recht. Raus mit dem Stier. Aber auf deine Verantwortung. So ist es, ne? Also wenn das bloß gut geht. Was denn? Das wird schon gut gehen. Außerdem hat er auf meinem Hof gar nichts verloren.
dann ist es nicht das erste Mal, dass ein Stier aus einem Stall ausgebrochen ist. So hast du jetzt zurecht. Also, das ist deutlich. Da ist der Muli. Jetzt hat er die rote Jungfische. Jetzt hat er den Wisch. Da kommt der Bürgermeister geflogen. Hoffentlich lebt er noch. Für im Fernsehen. Der mit dem Stier. Ja. Du, Papa, was? Unseren Stier, den Muli, den können wir jetzt zum Metzger führen. Der bleibt da und eine rote Joppe kaufen wir auch noch. Warum? Ganz einfach, wenn ein Ehepartner den anderen nicht mehr mag, dann schickt er zu uns her, von uns kriegt er eine rote Joppe. Dann lassen wir den Stier raus, ne? Das ist wie in Spanien, bloß bei uns gewinnt immer der Stier. Er rührt sich wieder. Bürgermeister, komm zu dir. Hallo. Freund Lisi, kommen Sie doch bitte zu mir in den Stall. Ich habe den ganzen Milcheimer schon halb voll gemolken. Na ja, dann nehmen wir so zweite Kuh und melken sie ganz voll. Ja, gut, das ist gerade. Was ist das denn? Das ist unser Bürgermeister. Ja, der hat einen kleinen Unfall gehabt. Ja. Einen Unfall? Er hat mit einem Stier geraucht und der Stier hat gewonnen. Nein. Ja, aber sonst ist dieser nette Bürgermeister. Ja. Ach, jetzt verstehe ich diese besagte Bürgermeister. Ja, der Besagte. Papa, was hast du mir denn erzählt? Gar nichts, hab ich schon gar nichts. Auch nicht fürchterlich. Ja. Jetzt wird es aber Zeit. Ja. Bürgermeister, komm mal! Halt, um Gottes Willen doch nicht schütteln. Nee. Nein, lassen Sie mich das machen. Ja, geben Sie aber Obacht, gell? Der wird nämlich leicht zornig. Keine Sorge. Für solche Fälle habe ich immer ein Riechfläschchen dabei. So, wissen Sie, ja. Da habe ich schon mancher Dame aus der Ohnmacht geholfen. Aha. Ruf's aus dem Wald. Aufwachen! Es ist früh am Morgen. Ja, was ist denn los? Der Stier war los. Oh, Herrschaft brummt mir der Schädel. Wo der seinen Kopf hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ja. Das kann ich Ihnen schon sagen, mein armer Freund. Sie sind hier der Dorfdepp. Was? Der Herr Huberbauer hat mir schon gesagt. Ja, der hat mir schon gesagt, dass Sie einen kleinen Dachschaden haben, von Geburt an. Und wie gern Sie sich verkleiden. Einmal sind Sie der Neandertaler, einmal der Napoleon und heute sind Sie der Bürgermeister. Hat der Huber gesagt? Ja, alles klar. Ja, ihr helft mir schon. Alles. Huber, jetzt hat er wieder Kopfschmerzen. Du hast ja nur ein Glück, dass ich verletzt bin. Warum? Sonst darf er dich jetzt auseinandernehmen. Na ja. Warte, wenn es mir wieder besser geht. Ja. Na, hol dich raus aus dem Wand, du Basi, du Elendiger, du... Ja. Bürgermeister, soll ich dich heimführen? Ach, halt dein Maul! Du sollst selber heimgehen. Ja. Huberbart! Du wirst dich zuerst aufpumpen, oder? Warte nur, Wurlapar. Du wirst den Tag deiner Geburt noch bitter bereuen, du. Keine Sorge. Blöder wie er ist, kann er nicht mehr werden. Das sagen Sie schon, aber der geht jetzt heim und holt seine Alte. Und das ist ein Teil für seine Schwester. Ja. Also wie so ein Mensch eine Frau kriegt. Ja, das kommt auch ja. In jeder Frau steckt einfach... Papa! Eine zarte Blume. Ja, genau. Ja, ja. Kommen Sie, Herr Pohl. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen das nächste Alter. Kaffers für diese Blume bald eine Vasen. Ja. Sagen Sie, Herr Huberbauer, gibt's denn für diesen Bürgermeister hier keine Anstalt? Für den nicht, aber ich werde bald eine brauchen. Nein! Muli, ja. Muli, was hast du mir angetan? Du hättest den Bürgermeister nur erschrecken sollen, nicht auf die Hörner nehmen. Wenn jetzt was passiert, kommt der Metzger, holt dich ab
und mach deine Ochsenschwanzschuppen aus. Die noch ein bisschen mit. Geboren, Papa. Da bist du auch schon aufgeregt. Ich hab früher schon fortgefahren sein, ja. Wo bist denn du hin? Ich war im Dorf, ich wollte wissen, wie es dem Bürgermeister geht. Kommt mir doch ein großer Leichenzug entgegen, gell? Ich bin erschrocken, kann ich das sagen. Dieser hier? Blödsinn, es war ein anderer. Ja. Der alte Steinlechner ist schon im 104. Lebensalter ist er von uns gegangen. Gegangen? Ich hab mir gedacht, der ist gestorben. Hey, Sie sind nicht so blöd. Wenn bei uns jemand stirbt, dann heißt es, er ist von uns gegangen. Oder wie wir Bayern sagen, er hat sich verbessert. Ne? Was dann beim Bürgermeister? Nein, mich hat der Mut verlassen, ich bin umgekehrt. Ne? Was tust du jetzt? Jetzt warte ich auf die Bürgermeisterin, dieses Luder. Das ist ein böses Arsch. Vor der brauchst du gar keine Angst haben, weil ich gehört habe, dass ihr zweimal so ein bisschen eine Techtelmechtel gehabt habt. Ja, ja. Blödsinn. Vor der brauchst du keine Angst haben. Hast du eine Ahnung, das ist eine Furie, die sage ich, wenn die in Rage kommt. Ich bin froh, dass ich deine Mutter geheiratet habe. Papa, Papa, die Entdeckung. Warum? Die Bürgermeisterin ist im Anmarsch. Gottes Willen, der Herr sei meiner armen Seele gnädig. Jetzt hol mich der Geier im Sturzflug, das ist so gut. Ein Prügel hat's auch dabei. Sag ihr sofort, die Prügelstrafe ist abgeschafft. Papa, ich gebe dir mein Küche. Na, hallo, jetzt ein bisschen. Ich lenk die anderen Gäste. Na, hallo? Ja, was hab ich denn für feine Kinder? Ja, was hab ich denn da geboren? Nehmt euch ein Beispiel an den Mut eures Vaters. Ich bin bei Mann. Ja, wo ist er denn? Hallo, Ida, da bin ich. Grüß dich Gott, Ida allein. Da bist du. Ja. Und sag ja auch nicht Ida allein zu mir, gell? Die Zeiten sind schon längst vorbei. Ich denk so gerne zurück an unsere romantische Jugendliebe. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ich. Oh, wie war das schlimm, wie du damals gesagt hast. Es ist aus. Mich hat bald vor Freude der Schlag getroffen. Was? Der Schmerz, der Schlag getroffen, als er nachher zu schlagen. Du wirst doch nicht glauben, dass du mich mit diesem Schmarrn, was du da erzählst, besänftigen kannst, ich hätte, aber genug Senf daheim. Doch komm, hör auf. Ja. Eigentlich wollte ich ja gestern schon kommen, gell? Ja, aber mein Mann, der hat mich ja nicht herlassen. Ja, das war eine gute Idee von ihm. Also, dass du meinen Mann deinen wilden Stier auf ihn gehetzt hast, entschuldige ich. So. Aber, dass du zu deinen reichen Verwandten gesagt hast, mein Mann wäre der Dorfdepp, das ist unentschuldbar, ja, gell? Ja, das war ein großes Missverständnis. Kannst mir du das jetzt erklären? Ich schaue mit meinem Sklaven zum Fenster hinaus. Mit wem schaust du zum mit meinem Verwandten, ne? Da sehe ich deinen Mann kommen, ich weiß, dass er Josef heißt, ne? Und hab gesagt, da schau hin, da kommt der Dorf, Sepp. Der hat das falsch verstanden, ne? Aha. Ja? Du hast gesagt, da kommt der Dorf, Sepp. Ja. Und der andere hat Depp verstanden. Du hast es sofort begriffen, das ist schön. Also, das ist doch die blödsinnigste Ausrede, die ich jemals von dir gehört habe. Ich ging aber auch noch viel blödsinnig. Gut. Ja, die Frau Flamme. Ach, grüß dich Gott. Gut, dass ich einen triff. Jetzt kann ich einem mal von einem Verwandten mal was erzählen, was Sie unter Garantie nicht wissen. Hm. Weil bei Ihnen lügt ja das Blei vom Himmel runter. Ne? Moment mal bitte, von was für einer Verwandtschaft sprechen Sie denn? Ja, von dem alten Knacker da. Also, dass er mich als junges Mädel hat sitzen lassen. Sei ihm verziehen, ich bin ihm ja dankbar dafür, weil ich habe sehr reich geheiratet, gell? Aber jetzt kommt die Gemeinheit. Seit gestern trachtet ihr meinem Mann, dem Bürgermeister dieses Ortes, nach dem Leben. Was Sie nicht sagen. Mhm. Mit einem wilden Stier. Bitte? Ja,
Auskunft geben, denn ich habe nichts mitbekommen. Ja, hat denn Ihr Mann dieses Stierattentat überhaupt überlebt? Mit Ach und Krach. Also der Ärmste, der ist fix und fertig. Der Stier? Nein! Mein Mann natürlich! Na, also die ganze Nacht hat er meine Hand gehalten. Hätte das Maul schon halten sollen. Die ganze Nacht hat er fantasiert. Er fantasiert ja immer. Wollte mal! Also Moment bitte, was hat er denn fantasiert? Fürchterliche Sachen. Ganz, ganz schlimme Sachen. Bei ihm war er die ganze Nacht bei ihm, gell? Weil er war ja nicht da, ne? Moment mal, Sie haben gerade gesagt, Sie waren bei ihm, also war er doch da. Ja, selbstverständlich war er da, da. Aber da war er nicht da, da. War es ja so furchtbar, gell? Auf einmal schlägt er die Augen auf, sieht mich, fängt fürchterlich zum Schreien an. Da schreit er jeder. Von dein Maus! Schreit er Ida! Das bin ich. Ida! Ida, bitteschön, sei so gut und holt mir. Der Huberba reitet schon wieder mit einem wilden Stier auf mich zu. Gottes Willen, da hat ja Ihr Mann hohes Fieber. Ja, also der Doktor, der hat gesagt, er hat eine sehr, sehr schwere Verschüttung im Hirn. Mann aber nicht so lange alleine lassen. Ach, das ist jetzt nicht schlimm, weil er hat ja vom Doktor eine Spritze gekriegt. Ja, aber trotzdem, einen so schwer Kranken lässt man nicht aus den Augen. Meinen Sie, er braucht mich? Ha? Selbstverständlich. Also wenn Sie mich fragen, ich weiß ja alles. Ja? Ja, ja, natürlich. Dann sollten Sie dafür Sorge tragen, dass Ihr Mann stets ein feuchtes Tuch auf der Stirne hat. Denn bei Gehirnverschütteten ist es am wichtigsten, darauf zu achten, dass sich der Zustand nicht verschlechtert. Also diesen guten Rat kann ich Ihnen geben. Mein Gott, sind Sie eine nette Frau. Ja, also, man möchte gar nicht glauben, dass Sie mit so einem gescherten Rami da verwandt sind. Auf Wiedersehen, gell? Oh, ja. Wir sehen uns wieder, gell? Ich bin Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Also, Herr Huber, was ist denn da Wahres an dieser Geschichte? Wie sie jung war, habe ich sie mal sitzen lassen. Aber wenn ich sie heute anschaue, bin ich sehr froh drüber. Ne? Aber sie hat diesen Schock noch nie überwunden. Ne? Ja, alte Liebe rostet nicht. Und der Teufel holt sie nicht. Na ja, weißt du, ich habe dem Herrn Huber aus einer Patsche geholt. Ich bin gleich wieder da, gell? Was hat's denn gegeben? Also, irgendetwas stimmt auf diesem Hof nicht. Da stimmt's im ganzen Dorf nicht. Wie soll's auch stimmen, wenn der Bürgermeister der Dorfdepp ist, ne? Um den geht es ja gerade. Stell dir vor, der Huberbauer hat einen Stier. Ja. Und dieser Stier kann das Rot nicht ausstehen. Ja. Erschreckt mich nicht so. Ja. Also, der kann das Rot nicht ausstehen. Jetzt kommt doch heute tatsächlich dieser Bürgermeister und hat eine rote Joppe an. Ach ja. Ja, was macht dieser Huberbauer? Er geht in den Stall und lässt den Stier raus, weil nämlich der Huberbauer den Bürgermeister auch nicht ausstehen kann. Jetzt geht der Stier auf den Bürgermeister los, weil der eine rote Joppe an hat. Und jetzt liegt er im Bett. Der Stier? Nein! Der Bürgermeister! Der Bürgermeister liegt mit dem Stier im Bett. Endlich mal zu! Ja. Pass auf, wenn ich dir was erkläre. Ja. Also, ich gehe in den Hühnerstall und du kommst mit. Und da werde ich dir das Ganze noch einmal in Ruhe erklären. Ja. Also, der Huberbauer hat einen Stier. Ja. Und dieser Stier kann das Rot nicht ausstehen. Jetzt kommt heute der Bürgermeister und hat eine rote Joppe an. Morgen kaufe ich meiner Frau eine rote Joppe. Also, Freund Riesi, wäre ich nicht schon im Vorruhestand, könnte ich mir wahrscheinlich als Melker mein Geld verdienen.
ich habe den zweiten Eimer auch schon vollgemolken. Ja? Ja. Und wie viel haben Sie ausgeschüttet? Ausgeschüttet? Ja, keinen Tropfen. Gratuliere. Dankeschön, Fräulein Risi. Mei, unsere Kühe werden gleich gar keine Milch mehr geben wollen, wenn Sie nicht mehr da sind. Wieso? Sie haben so begnadete Hände. Ja. Zum Melken. Wie schön. Fräulein Risi, Sie sind immer so aufmerksam. Ich möchte Ihnen gern was schenken. Ja? Ja. Das ist mir recht, ich nehme alles. Wie wär's denn mit einem neuen Milchkübel? Ihr Alter ist doch nicht ganz dicht. Mein Papa! Nein! Nein, der eine Milchkübel. Milchkübel möchte aber schenken. Da haut ja mein Politiker wieder sauber durch. Ja, wissen Sie denn gar nichts anderes wie ein Milchkübel? Ja, verzeihen Sie, aber ich weiß nicht, was man einem Bauernmädel schenken sollte. Fragen Sie mich heute, sagt einer schon. Ja, so viel wollte ich auch nicht ausgeben. Wer weiß denn vielleicht mit einem kleinen Ringerl oder ein Kettel oder ein Broscherl? Gruppe. Hahaha, eine gute Idee, Freund Risi. Ja, ja, wir fahren morgen am Sonntag in die Stadt und dann kaufen wir so ein kleines Ringel. Ja, ja, ja. Und auch ein Kettel. Und ein Broscherl. Oder vielleicht zwei Broscherl. Morgen, da ist der Sonntag, da haben wir alle Geschäfte zu. Ja, ich meine natürlich am Montag. Versprochen? Selbstverständlich. Was ein Bruno Pohl verspricht, das hält er auch, Freund Risi. Herr Pohl? Ja? Sagen Sie nicht immer Fräulein Risi zu mir. Ja, wie denn dann? Ich bin ganz einfach die Risi. Wirklich? Ja. Oh, dann müssen Sie aber auch Bruno zu mir sagen und nicht Herr und nicht Pohl. Einverstanden. Gut. Bruno. Risi. Risi, das müssen wir aber mit einem kleinen Bussel bestätigen. Sakra, die haben schon viel geschmust, aber bestätigt hat man das noch keiner. Danke, Zürmer. Dann bestätige ich dir das Bussel. Ja. Risi, das ist ja noch viel schöner als wie melken. Keiner schaut. Ja, da reißt mich. Ja, und jetzt war es Milli gestellt. Ach so, ja, in die Küche wie befohlen. Brav. Ab in die Küche, jetzt lerne ich den Milliramstrudel. Milliramstrudel? Ach, das ist sowieso eine Lieblingsspeise von mir. Ja? Wie schön. Mein Lieber, wie sie die mal beibracht hat, muss ich noch einen Haufen bestätigen. Sag einmal, wer ist denn die Geschichten ausgegangen mit der Bürgermeisterin? Ich bin ihrem Zorn noch einmal entronnen, ne? Ja, das kann ich mir denken. Ja, ja. Du, wer wär's denn, wenn du dich schriftlich bei ihr entschuldigst? Das ist die gute Idee, natürlich. Mhm. Da kann ich ja alles sagen, ohne dass ich sie anschauen muss dabei. Was soll ich denn da schreiben, ha? Ja, was schreibst du so? Ja, was schreib ich denn da? Liebe Moslerin. Na, Moslerin. Liebe lasse ich weg und Moseln tut die sowieso schon lange. Ja, dann schreibst halt, ja. Werte Frau Bürgermeister, Rufzeichen. Na, Rufzeichen lasse ich weg, weil ich rufe sie nicht mehr. Also. Na, ich weiß nicht, was ich schreibe. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich dich damals sitzen gelassen habe. Leider hat dein Dorfsepp eine rote Joppe angehabt, was unser Mulli ums Verrecken nicht leiden kann. Na, er hat deinen Mann von hinten angestupst. Komma? Was? Komma. Komma. Hm? Schreibt man Komma mit einem M oder mit... Ein Komma schreibt man doch nicht. Nein. Das macht man. Macht man. Das ist ein Sauschwanzer. Ach so. Angestupst mit dem Sauschwanzer. Sodass er auf unseren Misthaufen geflogen ist. Von dort auf den Steinboden. Gott sei Dank ist dem Steinboden nichts passiert. Dein Mann hat eine Gehirnverschüttung bekommen. Wir wünschen gute Verbindung.
Besserung. Huberbauer. Genau. So, und jetzt noch ein Kuvert. Und das sollen auch Dresi gleich rüberbringen zu der Bürgermeisterin. Mhm. An den Bürgermeister da. Hier. Genau. So, Dresi! Ja. Noch gemeint, raus zu mir. Wissen, Papa? Ja, das soll's heißen, du bring den Brief zu der Bürgermeisterin rüber, ja, und sagst, dann lass mich entschuldigen, gell? Was hast du geschrieben? Wegen Mulli, das soll immer besser sein. Ah ja, da wird schon wieder gut sein. Genau. Du, Papa, ich hab mit die Klappe gekriegt. Und? Ich bleib fein nur eine Woche da. Na, das ist ja fein. Ja. Und was ist mit deinem Bruno? Ja. Mein Bruno bleibt sowieso da. Na, schau. Ja, ich hab der Lilo auch schöne Augen hingemacht. Schau. Die ist ganz begeistert von unsere Ferkel. Bloß von den Ferkeln? Ja, von mir schon. Nein, nein, schon. Ja, ja. Wenn's von unseren Fackel begeistert ist, dann ist er mit dir bestens bedient, gell? Ja, komm, halt sehr wichtig, gell? Bring den Brief rüber, mach's Essen fertig, gell? Ah, jetzt ist er schon im Rohr. Heute gibt's nämlich Milli-Rahmstrudel. Das kann ich dir bestätigen. Das kann ich dir bestätigen. Ein Milli-Rahmstrudel, wenn's macht, dann ist verliebt. Ich geh wieder in meinen Stall. Ach, da bist du ja. Hallo. Also eure Ferkel sind ja wirklich ganz, ganz lieb. Mhm. Mhm. Also ich muss immer wieder staunen, wie gut du mit den Ferkel umgehen kannst. Naja, ich hab früher öfters mit meinen Eltern Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Mhm. Und darum kenne ich mich ein bisschen aus. Ah, deswegen? Mhm. Ja, das ist jetzt eigentlich schade, dass du nach der Woche wieder heimfahren musst. Warum? Würd's dir eine Freude machen, wenn ich noch eine Woche da bleiben würde? Ja, sakrische Freude, dass man da mal. Ja. Ich muss dir nämlich sagen, du gefällst mir recht gut. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, du gefällst mir auch nicht schlecht. Ja? Mhm. Das müsste man ja direkt mit einem Busserl besiegeln. Einverstanden. Gut. Mmh. So ein Romanbusserl ist was Gutes. Wieso Romanbusserl? In einem Roman steht auch, wie man drin, Fortsetzung folgt. Ich hab auch nichts gegen eine Fortsetzung. Ja, ganz gut. Dann gehen wir wieder zu unserer Ferkel. Nein, nein. Diesmal gehen wir erst zu mir. Und dann zu die Ferkel. Ach so? Ja, gut, wenn's meinst. Das war schon nicht die schlechteste Idee von mir mit den Sommerfrischlern. Sie machen meine ganze Arbeit und freuen sich darüber. Ich freue mich, dass sie meine ganze Arbeit machen. Darüber freut sich das ganze Haus. Wir sind das reinste Freude. Wir sind das reinste. Wir sind das reinste Haus der Freude. Und zahlen deren Sano dafür, mehr kann ich nicht verlangen. Guten Tag, Herr Huberbauer. Ja, na, was macht die Kuh und das Alte? Sie, die Riese ist sehr zufrieden das mit mir. Das freut mich dann. Ne? Nein, ich meine mit den Melken natürlich. So, ja. Herr Huberbauer, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt jedes Frühjahr 4 Wochen zu Ihnen kommen. Das ist fein, das sind 4.000 Mark im Land. Und wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich im Herbst nochmal 4 Wochen. Nochmal 4 sind schon 8.000. Und übrigens, was ich Sie noch fragen wollte, ja, bitte. War eigentlich dieser Dorfdepp schon wieder mal da? Da haben Sie mich schön in Verlegenheit gebracht. Wieso? Man sagt doch einen Deppen nicht, dass er ein Depp ist, oder? Ja, ja, das weiß ich schon, aber wenn er nicht mehr wusste, wer er ist. So was tut einem Menschen doch weh, aber ja, es ist ein Bettläger. Ja, dann kann er nichts anstellen. Der Alte wird schon fertig mit da haben Sie mich müssen Sie entschuldigen. Ja. Ich muss nämlich wieder rasch in die Küche. Ja. Heute gibt es einen Milli-Rahmstrudel. Das ist eine gute Idee. Ja, und ich bin der Hilfsauswahl hier. Ja. Milli-Rahmstrudel einmal für alle, das ist doch ein guter. Ewig, diese Schweinefutter ist auch nichts, ne? Das muss ich schauen, ob meine Sklaven alle arbeiten. Also, es ist ja wirklich nicht zu fassen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich frage mich, warum ich dich überhaupt geheiratet habe. Wahrscheinlich hast du keinen größeren Deppen gefunden. Ja, in dem Fall hast du wirklich recht. Kocht er doch tatsächlich Gipseier. Wer kann denn das ahnen, dass die Hühner Gipseier unterm Hintern haben? Man legt Hühner Gipseier unter den Hintern, damit sie wissen, dass sie Eier legen sollen. Damit sie angeregt werden, noch mehr Eier zu legen. So was muss einem ja gesagt werden. Nein, sowas weiß man eben. Und wie ist das dann mit dem Osterhasen? Udo? Ja. Osterhasen legen keine Eier! Und warum heißt es dann Ostereier? Oh. Es heißt doch auch Kirschkuchen, weil in einem Kirschkuchen Kirschen drin sind. Sonst würde der Kirschkuchen nicht Kirschkuchen heißen.
Ja, das stimmt jetzt auch nicht, weil im Hundekuchen sind ja auch seine Hunde drin. Nimmt es wirklich noch ein schlimmes Ende. Ja, das haben meine Freunde schon gesagt, wie ich dich geheiratet habe. Ja. Wir gehen jetzt in den Hühnerstall. Ja. Los, komm, zu den Hühnern. Ja. Her mit meinen Hühnern. Also, Silke, unglaublich. Also, dass deine dicke Sau die Brunhilde mich umgestoßen hat, ist ja allerhand. So ein temperamentvolles Schwein habe ich auch noch nie gesehen. Du, sei froh, dass sich der Mule nicht umgestellt hat. Meinst du den Stier? Ja, weil immer wenn er was Rotes sieht, dann wird er wild. So, mhm. Ich geh mich schnell umziehen. Ist schon recht. Soll ich dir beim Umziehen helfen? Beim Umziehen wirst du immer wild, ich kenn mich schon. Ja. 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 Weißt Papa, bei der Gelegenheit wollte ich halt fragen, ob sie vielleicht ihren Urlaub verlängern. Wenn sie dich mag, bleibt sowieso da, ne? Also. Ist schon recht. Ich gebe den Stall, gell? Ja, mach das. Ah, da kommt doch die Bürgermeisterin schon wieder. Yes, das war's gut. Ja, herein! Ja, wer dummerle denn da? Du bist doch nicht so blöd, du weißt genau, dass ich bin. Ja. Sag mal, was soll denn das? Was schickst du ja, dir ich hab die Rede? Ich hab die Rede per Express übergeschickt, damit du diesen Blick. Ich will wissen, was Hallo, in der Brief bedeuten soll. Reg dich nicht auf, das schadet deiner Schönheit. Ich bin nicht schön. Das weiß ich. Aus. Entzücken, ja. Gehen Sie spazieren im Dorf. Nein, ich gehe zum Truppenübungsplatz. Aha. Ja, vielleicht sehe ich da ein paar hübsche Soldaten. Ja, ja. Hä? Was für ein Truppenübungsplatz ist denn? Irgendjemand hat Ihren Mann erzählt. Was willst du mit dem? Du, ich will wissen, was dieser ja, Brief die ist. Lass dich nicht aufhalten, Papi, lass schnell morgen auf. Ja, ja. Du, bei dir geht's aber ja, super. Was willst du sagen? Ich rede Brief? Über diesen saublöden ja, also, Brief. Es geht um den bei dem Brief. Handelt sich ja. Um Feuer. Herr Oberbauer, die Riese ist immer noch mit Kochen beschäftigt. Ja. Guten Tag, die Dame. Ja. Ich gehe ganz bisschen in den Wald und schaue, ob die Soldaten immer noch so spaßig daherreden. Ja. Ist geil. Von was für Soldaten redet denn der wieder, die so spaßig daherreden? Der ist ein spannender, ehemaliger Politiker. Und der ist mit dir verwandt. Leider. Also bei euch stimmt doch was nicht, ja, oder? Ja, doch, stimmt. Also was willst du mit dem Ich Brief? Will jetzt ja, nicht Oberbauer. Wissen, ja. Was ja. Grüß Gott, schöne Frau. Oh! Ein Augenfehler hat er auch. Ich wollte sagen, der Stall ist gefüttert und die Hühner gelüftet. Was? Die Hühner sind spazieren. Ja, ja. Wir wollen der Bundeswehr bei der Arbeit ja, zusehen. Ja. Los, komm, Udo, ja, wir gehen. Ja, ja. Also du, ich habe jetzt gerade Bundeswehr verstanden. Komisch, ich auch. Und das sind deine Verwandten, ja, ja. Die arbeiten für dich? Wie wild. Also das ist ja Wahnsinn, ja. Deine Schulden sollen arbeiten lernen. Du, da komm ich nicht mehr mit. Na, du bist das wieder, ne? Wegen ja, wieso? Wegen dem Brief, den ich geschrieben habe. Ja, also eigentlich... Aha, jetzt tust du schon leid, gell? Ja, also wenn er mal so hat recht... Oder habe ich dich in diesem Brief vielleicht beleidigt? Oh, na, die kommt meistens nicht und so. Und die 1000 Mark, wo ich deinem Mann versprochen habe, die kommen nächste Woche. Was ich mal versprochen habe, das halte ich auch. Das stimmt nicht. Warum nicht? Denke 30 Jahre zurück. Ja. Da muss ich mich einmal versprochen haben. Ne? Und damit dein Mann recht bald wieder gesund wird, schicke ich ihm eine Flasche Schnaps rüber, gell? Da wird er sich aber gefreut. Sicher, ja. Da braucht er ja gar nicht mehr Nein. besser. Ja. Komm gut heim und lass dein Mann nicht so lange allein, gell? Du, der ist nicht allein. Nein? Also unsere Hausmagd kümmert sich rührend um ja, ihn. Ja, das weiß das ganze Dorf, ja. Ja, so ist es. Na, was soll das? Bin ich jetzt auch angekommen, also da werde ich weiter. Na also, die Rache ist mein Sprach, der Herr. Papa. Was ist denn? Es ist alles schief gegangen. Was ist schief gegangen? Durch das, dass alle vier im Wald rum waren, ja. Haben sie mich erwischt. Was? Um Gottes Willen haben sie sich ausgefragt. Ich hab ihnen alles eingestanden. Na ja,
Ja, du bist ja wahnsinnig. Die fahren heim und wollen ihr ganzes Geld wieder haben. Wir haben doch keins mehr. Papa, die haben sich alle vier köstlich amüsiert über unseren Schwindel. Die sind uns nicht böse. Gar keiner. Da siehst du, die Welt will belogen sein. Und jetzt kommt das Allerbeste. Was denn? Alle vier bleiben eine Woche länger. Hm? Mit Bezahlung. Na, ja. Wir sind aus dem Wasser. So ist. Ich lade sie ein zum Milliramstrudel essen, ganz umsonst. Papelein. Ja. Liebes Papelein. Was ist denn los, Reserl? Wenn du schon liebes Papelein sagst, dann stimmt doch was nicht. Es war fürchterliches passiert. Na, wo ist denn jetzt raus mit der Farbe zwischen Wurst? Mit dem Milliramstrudel verbrennt. Mach doch nichts raus, Reserl. Dann machst du halt einen frischen, gell? Das geht nicht. Warum denn nicht? Die ganze Küche steht in Flammen. Was? Parlamentskantine. Ja. Was? Wirklich? Ja, waren Sie damals Köchin tätig? Na, ganz süß nicht. Ja, da ist jetzt der Mann, der nicht kostet. Und eine gute Flasche Wein habe ich leider das letzte. Ne, ab morgen gibt es nur noch Wasser aus dem Brunnen. Ne? Da, so. Scheint ein guter Tropfen zu sein. Ja, Mann, guten Geschmack, Fräulein. Das sagt Ihr Herr Vater auch schon, ja? Ja. Moment. Udo, Udo, komm her. Udo, komm sofort hierher. Hier riecht es plötzlich so merkwürdig. Udo? Diesmal war ich's nicht. Was? Es klangt schon, gell? Weil ich brauche für meine Schweinsnarbe. Der Apfelstrudel wäre natürlich auch noch recht gut gewesen, gell? Oh, sagen Sie das nicht, sagen Sie das nicht. Mir hat dieser Eintopf sehr gemundet. Ich war? Ja. Na, was haben wir da getan, gell? Also auf alle Fälle war er besser wie dieser Schlangenfraß in diesem Speisewagen. Ja. Der war nämlich... Unter aller. Unter aller. Ja, unter aller was? Wenn's mich so anschleißt, dann weiß ich nicht mehr, unter was der war. Also... Ich wollte sagen, ich muss sowieso auf die Nachspeise verzichten, denn ich will weder ein Kilo ab noch ein Kilo zunehmen. Doch schade um jedes Kilo. Ach, Herr Huber! Ja. Am Reichen von Ihnen! Gell? Hast du das gehört, Udo? Der Herr Huber, das ist ein Mann, der weiß, eine Frau meines Kalibers zu schätzen. Deine paar Kilo kann ich auch noch schätzen. Nee,
gnädige Frau, wenn Sie abnehmen wollen, könnten Sie ja bei uns Holz hacken. Holz hacken? Gottes Willen, da trifft mich ja der Schlag. Lieber Gott, tu ein gutes Werk. Du, die Holz hacken kannst doch der Frau nicht zumuten. Die Arbeit ist doch viel zu schwer. Was Leichtes müssen wir da suchen. Ich weiß schon, Sie kommen zu den Hühnern. Was, zu den Hühnern? Ja, das haben Sie aber gut getroffen. Ja. Du doch, wie meinst du das? Ich wollte sagen, ja? Dass das da... Huberbauer, der Herr Huberbauer gut getroffen hat, dass die leichten Hühner, ja. dass dir die leichten Hühner, damit den leichten Hühnern... Udo, halt die Klappe! Ja. Und was haben Sie für mich für eine Arbeit vorgesehen? Also Holzhacken ist mir auch zu beschwerlich. Ja, was haben Sie denn für Ämter begleitet? Ich war im Finanzamt. So? Na ja, dann sind Sie das Melken schon gewöhnt, ne? Zufrieden das mit mir. Freut mich dann. Nein, ich meine mit den Melken natürlich. Schon, ja. Herr Huberbauer, ich habe mir überlegt, ich werde jetzt jedes Frühjahr 4 Wochen zu Ihnen kommen. Das ist fein, das sind 4.000 Mark. Und wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich im Herbst nochmal 4 Wochen. Nochmal 4 sind schon 8.000. Und übrigens, was ich Sie noch fragen wollte, ja, bitte. War eigentlich dieser Dorfdepp schon wieder mal da? Da haben Sie mich schön in Verlegenheit gebracht. Wieso? Man sagt doch einen Depp nicht, dass er ein Depp ist, oder? Ja, das weiß ich schon, aber wenn er nicht mehr wusste, wer er ist... So was tut einem Menschen doch weh, aber es ist ein Bettläger. Ja, dann kann er nichts anstellen. Der Alte wird schon fertig mit... Da haben Sie mich müssen Sie entschuldigen. Ja. Ich muss nämlich wieder rasch in die Küche. Ja. Heute gibt es einen Milliramstrudel. Das ist eine gute Idee. Ja, und ich bin der Hilfsauswahl hier. Ja. Strudel mal für alle, das ist doch ein Gurner. Eben diese Schweinefutter ist auch nichts, ne? Das muss ich schauen, ob meine Sklaven alle atmen. Also, es ist ja wirklich nicht zu fassen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich frage mich, warum ich dich überhaupt geheiratet habe. Wahrscheinlich hast du keinen größeren Teppich gefunden. Ja, in dem Fall hast du wirklich recht. Kocht er doch tatsächlich Gipseier. Wer kann denn das ahnen, dass die Hühner Gipseier unterm Hintern haben? Udo, man legt Hühner Gipseier unter den Hintern, damit sie wissen, dass sie Eier legen sollen. Damit sie angeregt werden, noch mehr Eier zu legen. Sowas muss einem ja gesagt werden. Nein, sowas weiß man eben. Und wie ist das dann mit dem Osterhasen? Udo? Ja. Osterhasen legen keine Eier! Und warum heißt es dann Ostereier? Oh. Es heißt doch auch Kirschkuchen, weil in einem Kirschkuchen Kirschen drin sind. Sonst würde der Kirschkuchen nicht Kirschkuchen heißen. Ja, das stimmt jetzt auch nicht. Beim Hundekuchen sind ja auch keine Hunde drin. Nimmt es wirklich noch ein schlimmes Ende. Ja, das haben meine Freunde schon gesagt, wie ich dich geheiratet habe. Wir gehen jetzt in den Hühnerstall. Ja. Los, komm, zu den Hühnern. Ja. Her mit meinen Hühnern. Also, Snöcke, unglaublich. Also, dass deine dicke Sau, die Brunhilde, mich umgestoßen hat, ist ja allerhand. So ein temperamentvolles Schwein habe ich auch noch nie gesehen. Du, sei froh, dass sich der Mule nicht umgestellt hat. Meinst du den Stier? Ja, weil immer, wenn er was rot... Musst jetzt erst aufpumpen, hä? Na, warte noch, Huberbauer. Du wirst den Tag deiner Geburt noch bitter bereuen. Keine Sorge, blöder wie er ist, kann er nicht mehr werden. Das sagen Sie schon, aber der geht jetzt heim und holt seine Alte. Und das ist ein Teil für seine Schwester. Ja. Also wie so ein Mensch eine Frau kriegt... Ja, das kommt auch her. In jeder Frau steckt einfach... Papa! Eine zarte Blume. Ja, genau. Ja. Kommen Sie, Herr Pohl. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen das nächste Alter. Kaufen's für diese Blume bald eine Vasen. Mhm. Sagen Sie, Herr Huberbauer, gibt es denn für diesen Bürgermeister hier keine Anstalt? Für den nicht, aber ich werde bald eine brauchen. Nein! Ja.
Holy Moly, was hast du mir angetan? Du hättest den Bürgermeister nur erschrecken sollen, nicht auf die Hörner nehmen. Wenn jetzt was passiert, kommt der Metzger, holt dich ab und macht deine Ochsenschwanzsuppen aus dir. Da bist du auch schon aufgeregt. Die halt früher schon fortgefahren sind. Ja. Wo bist denn du hin? Ich war im Dorf, ich wollte wissen, wie es dem Bürgermeister geht. Kommt mir doch ein großer Leichenzug entgegen, gell? Ich bin erschrocken, kann ich das sagen. Ja. Dieser hieß? Blödsinn, es war ein anderer. Ja. Der alte Steinlechner ist gestorben. Im 104. Lebensalter ist er von uns gegangen. Gegangen? Ja, man denkt, der ist gestorben. Das ist ja nicht so blöd. Wenn bei uns jemand stirbt, dann heißt es, er ist von uns gegangen. Oder wie wir Bayern sagen, er hat sich verbessert. Ne? Was dann beim Bürgermeister? Nein, mich hat der Mut verlassen, ich bin umgekehrt. Ne? Was tust du jetzt? Jetzt warte ich auf die Bürgermeisterin, dieses Luder. Das ist ein böses Arsch. Vor der brauchst du gar keine Angst haben, wieso? Weil ich gehört hab, dass ihr zweimal so ein bisschen ein Techtelmechtel gehabt habt. Ja, ja. Blödsinn. Vor der brauchst du keine Angst haben. Hast du eine Ahnung, das ist eine Furie, das sage ich, wenn die in Rage kommt. Ich bin froh, dass ich deine Mutter geheiratet habe. Papa, Papa, die Entdeckung. Warum? Die Bürgermeisterin ist im Anmarsch. Gottes Willen, der Herr sei meiner armen Seele gnädig. Jetzt hol mich der Geier im Sturzflug. Das sag ich. Ein Prügel hat's auch dabei. Sag ihr sofort, die Prügelstrafe ist abgeschafft. Papa, ich gebe dir mal Küche. Na, hallo, jetzt Papa, ich lenk die anderen Gäste. Na, hallo! Haben Sie Sex gesagt? Ja. Und oh, bleib sitzen. Du kannst zu Hause auch nicht bis sechs zählen. Ja, bei dir daheim. Was mag ich hier nicht? Beruflich, gnädige also, Frau. Ich bin Hausfrau von Beruf. Aha, ja, ich bin sozusagen die Frau im Haus. Oh, schön, ja. Ja, und mein Mann, der Udo, der ist Buchhalter. Da, der darf die Bücher halten. Ja. Naja, und in meiner Freizeit, da stricke ich am liebsten. Das ist schon, das ist. Ja, vielleicht könnten Sie einen Winterpullover brauchen. Nein, warme Sommerhosen bei mir lieber. Ja, dann kommst doch zu mir in unseren Shop. Ja. Da haben wir einige aus Latex. Na, aus Plastik mag ich keine Unterhosen, da schwitze ich schon. Ja, aber die aus Wolle kratzen doch so fürchterlich. Ja. Also, Fräulein, das lassen Sie sich gesagt sein. Das, was ich stricke, das kratzt nicht. Ach, Udo, hör sofort zu kratzen auf! Ja, wie du meinst, Mia. Ja, gnädige Frau, ja. Sind Sie gern in Bayern? Ja, sehr gerne. Ich fahre auch jedes Jahr in Urlaub hierher. Ja, leider. Bitte? Ich meine, leider sind wir nicht ans Meer gefahren. Gott sei Dank. Da hätte ich ja Angst, ich könnte ersaufen. Drum möchte ich ja immerhin. Was? Immerhin willst du da nicht hin. Na ja, wir haben hinten im Hof. Ein großes Planschbecken, da können Sie dann rumplanschen. Also ich bin ja mehr... Ja, der möchte auch ans Meer. Nein, ich bin mehr für ausgediente Waldspaziergänge, wissen Sie. So? Ui, da werden wir ein bisschen Probleme kriegen. Ja. Wieso? Ja, der Wald gehört nämlich der Bundeswehr. Genau, da haben wir hinten einen großen Truppenübungsplatz. Ja. Oh Gott. Und da ist alles mit Tretminen ganz vertreten. Ja, ja, da wenn Sie reintreten, schauen Sie nach furchtbar zerstreut aus. Naja, hoffentlich machen die Soldaten nicht allzu viel Kraft. Nur wenn in die Nähe kommt, dann hört man Schüsse. Schüsse? Du wolltest doch noch was besorgen, ne? Ah ja, gut, dann noch ins Dorf. Genau. Ja, ja, Moment, zeig die Herrschaften, wo sie schlafen, ne? Fräulein Lilo und die Familie Klappumseck, ne? Nein, falsch. Klappeck. Ach so, ja, gut, also ich... Also meine Herrschaften, wenn ich bitten darf, da geht's lang. Bleib sitzen, zuerst komm ich. Ja. Ja. Ja, du darfst mir jetzt folgen. Ja. War schnell. Ja. Udo! 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 Chef? Ja? Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer, gell? Ja, danke schön. Sie? Ja? Sie dürfen in meinem Bett schlafen. Ui, was geil. Ja. Und ich erlaube Ihnen auch, dass Sie von mir träumen. Von mir träumen? Ja, träumen. Ja, das fängt ja gut an. Warum? Na, erst diese Sache mit diesem Truppenübungsplatz und jetzt das. Was denn? Eigentlich wollte ich mich hier erholen. Aber Herr Pohl,
Wenn Ihnen unser Essen geschmeckt hat, ja, sehr gut, dann sind Sie mit meiner. Weil bei Ihnen lügt ja das Blei vom Himmel runter, ne? Moment mal bitte, von was für einer Verwandtschaft sprechen Sie denn? Ja, von dem alten Knacker da. Also, dass er mich als junges Mädel hat sitzen lassen. Sei ihm verziehen, ich bin ihm ja dankbar dafür, weil ich habe sehr reich geheiratet, gell? Aber jetzt kommt die Gemeinheit. Seit gestern trachtet ihr meinem Mann, dem Bürgermeister dieses Ortes, nach dem Leben. Was Sie nicht sagen. Mhm. Mit einem wilden Stier. Bitte? Darüber kann ich Ihnen überhaupt keine Auskunft geben, denn ich habe nichts mitbekommen. Ja, hat denn Ihr Mann dieses Stierattentat überhaupt überlebt? Mit Ach und Krach. Also der Ärmste, der ist fix und fertig. Der Stier? Nein! Mein Mann natürlich! Na, also die ganze Nacht hat er meine Hand geholfen. Hätte das Maulchen heute so in der Hand. Die ganze Nacht hat er fantasiert. Er fantasiert ja immer. Heute mal. Also Moment bitte, was hat er denn fantasiert? Fürchterliche Sachen. Ganz, ganz schlimme Sachen. Ja. Bei ihm war er die ganze Nacht bei ihm, gell? Weil er war ja nicht da, ne? Moment mal, Sie haben gerade gesagt, Sie waren bei ihm, also war er doch da. Ja, selbstverständlich war er da, da. Aber da war er nicht da. Da. War es ja so furchtbar, gell? Auf einmal schlägt er die Augen auf, sieht mich, fängt fürchterlich zum Schreien an. Da schreit er jeder. Voll dein Maul! Schreit er Ida! Das bin ich. Ida! Ida, bitteschön, sei so gut und holt mir. Der Huberba reitet schon wieder mit einem wilden Stier auf mich zu. Gottes Willen, da hat ja Ihr Mann hohes Fieber. Ja, also der Doktor, der hat gesagt, er hat eine sehr, sehr schwere Verschüttung im Hirn. Mann aber nicht so lange alleine lassen. Ach, das ist jetzt nicht schlimm, weil er hat ja vom Doktor eine Spritze gekriegt. Ja, aber trotzdem, einen so schwer Kranken lässt man nicht aus den Augen. Meinen Sie, er braucht mich? Ha? Darüber kann ich Ihnen überhaupt keine Auskunft geben, denn ich habe nichts mitbekommen. Ja, hat denn Ihr Mann dieses Stierattentat überhaupt überlebt? Mit Ach und Krach. Also der Ärmste, der ist fix und fertig. Der Stier? Nein! Mein Mann natürlich. Na, also die ganze Nacht hat er meine Hand geholfen. Hätte das Maulchen heute so in der Die ganze Nacht hat er fantasiert. Er fantasiert ja immer. Heute mal. Also Moment bitte, was hat er denn fantasiert? Fürchterliche Sachen. Ganz, ganz schlimme Sachen. Ja. Bei ihm war er die ganze Nacht bei ihm, gell? Weil er war ja nicht da, ne? Moment mal, Sie haben gerade gesagt, Sie waren bei ihm, also war er doch da. Ja, selbstverständlich war er da, da. Aber da war er nicht da. Da. War es ja so furchtbar, gell? Auf einmal schlägt er die Augen auf, sieht mich, fängt fürchterlich zum Schreien an. Da schreit er jeder. Voll dein Maul! Schreit er Ida! Das bin ich. Ida! Ida, bitteschön, sei so gut und holt mir. Der Huberba reitet schon wieder mit einem wilden Stier auf mich zu. Gottes Willen, da hat ja Ihr Mann hohes Fieber. Ja, also der Doktor, der hat gesagt, er hat eine sehr, sehr schwere Verschüttung im Hirn. Ja. 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 Ihren
den Mann aber nicht so lange alleine lassen. Ach, das ist jetzt nicht schlimm, weil er hat ja vom Doktor eine Spritze gekriegt. Ja, aber trotzdem, einen so schwer Kranken lässt man nicht aus den Augen. Meinen Sie, er braucht mich? Selbstverständlich. Also wenn Sie mich fragen, ich weiß ja alles. Ja? Ja, ja, natürlich. Dann sollten Sie dafür Sorge tragen, dass Ihr Mann stets ein feuchtes Tuch auf der Stirne hat. Denn bei Gehirnverschütteten ist es am wichtigsten, darauf zu achten, dass sich der Zustand nicht verschlechtert. Also diesen guten Rat kann ich Ihnen geben. Mein Gott, sind Sie eine nette Frau. Ja, also, man möchte gar nicht glauben, dass Sie mit so einem gescheiten Rami da verwandt sind. Auf Wiedersehen, gell? Wir sehen uns wieder, gell? Des Vaters! Ich bin bei Mann. Ja, wo ist er denn? Komm, freiwillig raus! Weil so hab ich nicht mehr gedacht. Hallo, Ida, da bin ich. Grüß dich Gott, Ida allein. Da bist du. Ja. Und sag ja nicht Ida allein zu mir, gell? Die Zeiten sind schon längst vorbei. Ich denke so gerne zurück an unsere romantische Jugendliebe. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber wie war das schlimm, wie du damals gesagt hast, es ist aus. Mich hat bald vor Freude der Schlag getroffen. Was? Mich hat bald der Schmerz der Schlag getroffen. Also, du wirst doch nicht glauben, dass du mich mit diesem Schmarrn, was du da erzählst, besänftigen kannst, ich hätte, ja? Ich hätte aber genug Senf daheim. Da komm, hör auf. Ja. Eigentlich wollte ich ja gestern schon kommen, gell? Ja, aber mein Mann, der hat mich ja nicht herlassen. Ja, das war eine gute Idee von ihm. Also, dass du meinen Mann deinen wilden Stier auf ihn gehetzt hast, entschuldige ich. So. Aber, dass du zu deinen reichen Verwandten gesagt hast, mein Mann wäre der Dorfdepp. Das ist unentschuldbar, gell? Ja, das war ein großes Missverständnis. Kannst du mir das erklären? Ich schaue mit meinem Sklaven zum Fenster hinaus. Mit wem schaust du zum Fenster? Mit meinem Verwandten, ne? Da sehe ich deinen Mann kommen, ich weiß, dass er Josef heißt, ne? Und hab gesagt, da ist er hin, da kommt der Dorfsepp. Der hat das falsch verstanden, ne? Ja. Du hast gesagt, da kommt der Dorf Sepp. Ja. Und der andere hat Depp verstanden. Du hast es sofort begriffen, das ist schön. Also, das ist doch die blödsinnigste Ausrede, die ich jemals von dir gehört habe. Ich ging aber aber noch viel blödsinnig. Ja, Frau Flanze. Ach, grüß dich Gott. Gut, dass ich einen triff. Jetzt kann ich einmal von einem Verwandten mal was erzählen, was Sie unter Garantie nicht wissen. Hm. Weil bei Ihnen lügt ja das Blei vom Himmel runter, ne? Moment mal bitte, von was für einer Verwandtschaft sprechen Sie denn? Ja, von dem alten Knacker da. Also, dass er mich als junges Mädel hat sitzen lassen. Sei ihm verziehen, ich bin ihm ja dankbar dafür, weil ich habe sehr reich geheiratet, gell? Aber jetzt kommt die Gemeinheit. Seit gestern trachtet ihr meinem Mann, dem Bürgermeister dieses Ortes, nach dem Leben. Was Sie nicht sagen. Mhm. Mit einem wilden Stier. Leuten, auf einem idyllischen Bauernhof, die sind in dem Fall dann mir, zur Hand gehen. Kühe melken, Hühner füttern, Eier suchen und im frischen Heu wühlen. Danach fühlen sie sich wie neu gewühlt. Was? Neu geboren. Na, was sagt's jetzt? Oh je. Was? Ich ahne Schreckliches. Was? Du möchtest Urlaubsgäste bei uns einquartieren. Ja, zahlende Gäste. Solche, die uns wie Arbeit tun. Sogenannte Urlaubssklaven. Ne? Bin gleich auf die Post gelaufen.
und hab den Zeckenbiss angerufen. Ne? Was für Gebiss hast du angerufen? Ja, Gebiss. Zeckenbiss. So heißt das Reisebüro. Reisebüro Zeckenbiss. Zeckenbiss. Für 290 Mark Vermittlungsgebühr verbleiben dem bäuerlichen Gastgeber pro Kopf und pro Woche 1000 Mark. Folgedessen habe ich gleich ein Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer als frei gemeldet. Ne? Was hast du? Ja. Papa, was denn? Wir haben aber gar keine Gästezimmer. Ja, so, ihr habt überhaupt keinen Unternehmungsgeist. Die Leute schlafen in unsere Zimmer. Jawohl, ein Ehepaar, ein einzelner Herr und ein einzelnes Fräulein haben sich schon vorgemerkt. Ne? Ja, du, und wo schlafen dann wir? Naja, also pass auf, die vierte paar Tage schlafe ich da heraus auf dem Divan. Ne? Mhm. Du schlafst draußen im Stall. Mhm. Die Hundehütte wäre auch noch leer. Na, du kannst nicht so schön bellen. Ne? Und du schlafst in der Küche, in der Kohlenküche. Ne? Was denn? In der Kohlenkiste habe ich gar keinen Platz. Ich roll dich schon zusammen. Genauso haben wir Schlaraffenland vorgestellt. Ja. Und die gebratenen Tauben, die schießen wir uns am Marktplatz. Ach, muss jetzt erst doch auf. Lest denn ihr überhaupt keine Zeitungen? Ha? Steht jeden Tag drin ganz groß von einer gesunden Biokost. Unser Schweinefutter schaut ja nicht anders aus. Ne? Papa, was Schweinefutter sollen die essen? Naja, die Leute werden sowieso auf den Straßen da und betrogen. Das ist so Standard. Da wird dann verschiedene Fleischpflanzerl verkauft auf einem alten Salatblatterl, auf einem uralten Semi. Ne? Unser Schweinefutter ist dagegen die reinste Delikatesse. Und als Nachspeise servieren wir dann unser Fallobst aus dem Garten. Ja, Rudi, du denkst ja mit. Papa, die laufen uns doch nach dem ersten Bissen schon davor. Ja, das glaube ich nämlich auch. Hm? Und so weit brauchen die gar nicht laufen. Warum? Hinterm Wald ist das schönste Kurhotel mit allem Komfort. Naja, das dürfen sie auf keinen Fall erblicken. Was machen wir denn da? Dann müssen wir es einsperren. Hm? Und mit Waffengewalt zum Dableiben zwingen. Ach, du hast lichte Momente, mein Kind. Ne? Papa, die hat ja bloß einen Spaß gemacht. Naja, du, sag mal, hast du deinen Kassettenrekorder noch? Ja, warum? Du darfst heute Abend ins Kino gehen. Was? Da spielen sie ein Krimi. Mhm. Und wenn's. Wunderbar! Schaut, der Brett kommt! Komm freiwillig raus! Weil so hab ich nicht mehr gesagt. Hallo, Ida, da bin ich. Grüß dich Gott, Ida allein. Da bist du. Ja. Und sag ja auch nicht Ida allein zu mir, gell? Die Zeiten sind schon längst vorbei. Ich denke so gerne zurück an unsere romantische Jugendliebe. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber ich, oh, wie war das schlimm, wie du damals gesagt hast, es ist aus. Mich hat bald vor Freude der Schlag getroffen. Was? Ich hätte mich nicht mehr. Entschuldige ich. So. Also, dass du zu deinen reichen Verwandten gesagt hast, mein Mann wäre der Dorfdepp, das ist unentschuldbar, gell? Ja, das war ein großes Missverständnis. Kannst mir du das jetzt erklären? Ich schau mit meinem Sklaven zum Fenster hinaus. Mit wem schaust du zum Fenster? Mit meinem Verwandten, ne? Da sehe ich deinen Mann kommen, ich weiß, dass er Josef heißt, ne? Und hab gesagt, da ist er hin, da kommt der Dorf, Sepp. Der hat das falsch verstanden. Ne? Aha. Ja? Du hast gesagt, da kommt der Dorf, Sepp. Ja. Und der andere hat Depp verstanden. Du hast es sofort begriffen, das ist schön. Also, das ist doch die blödsinnigste Ausrede, die ich jemals von dir gehört habe. Ich ging aber auch noch viel blödsinnig. Ja, Frau Flanze. Ach, grüß dich Gott. Gut, dass ich einen triff. Jetzt kann ich einmal von einem Verwandten mal was erzählen, was Sie unter Garantie nicht wissen. Hm. Weil bei Ihnen lügt ja das Blei vom Himmel runter. Ne? Moment mal bitte, von was für einer Verwandtschaft sprechen Sie denn? Ja, von dem alten Knacker da. Also, dass er mich als junges Mädel hat sitzen lassen.
Sein Verziehen, ich bin ihm ja dankbar dafür, weil ich habe sehr reich geheiratet, gell? Aber jetzt kommt die Gemeinheit. Seit gestern trachtet ihr meinem Mann, dem Bürgermeister dieses Ortes, nach dem Leben. Was Sie nicht sagen. Mhm. Mit einem wilden Stier. Bitte? Was meinst du, Mia? Schmeckt es mir? Ja, mir schmeckt es. Dann schmeckt's mir auch. Ja, es schmeckt vielleicht ein bisschen ungewohnt, gell? Weil sowas haben's bestimmt noch nicht gegessen. Merkwürdig. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ja, ist was nicht in Ordnung? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das kann er noch nicht sagen. Es schmeckt so ähnlich wie... Ja, schmeckt so ähnlich wie... Wie das Essen in unserer Parlamentskantine. Ja. Was? Wirklich? Ja, waren Sie damals Köchin tätig? Na, ganz gewiss nicht. Ja, der da ist jetzt der Mann, der nicht kostet. Und eine gute Flasche Wein habe ich leider das letzte. Nein, ab morgen gibt es da nur noch Wasser aus dem Brunnen. Ne? Ja, so. Unerhört. Oh, scheint ein guter Tropfen zu sein. Sie haben einen guten Geschmack, Fräulein. Das sagte Ihr Herr Vater auch schon, ja? Ja. Moment. Udo, Udo, komm her. Udo, komm sofort hierher. Hier riecht es plötzlich so merkwürdig. Udo? Diesmal war ich's nicht. Was? Es klangt schon, gell? Weil ich brauche für meine Schweinsmauer. Der Apfelstrudel wäre natürlich auch noch recht gut gewesen, gell? Oh, sagen Sie das nicht. Sagen Sie das nicht. Mir hat dieser Eintopf sehr gemundet. Ich war? Ja. Na, was haben wir da getan, gell? Also auf alle Fälle war er besser wie dieser Schlangenfraß in diesem Speisewagen. Ja. Der war nämlich... Unter aller. Unter aller. Ja, unter aller was? Wenn's mich so anschreist, dann weiß ich nicht mehr, unter was der war. Also... Ich wollte sagen, ich muss sowieso auf die Nachspeise verzichten, denn ich will weder ein Kilo ab, noch ein Kilo zunehmen. Ist doch schade um jedes Kilo. Ach, Herr Huber! Ja. Am Reichen von Ihnen! Gell? Hast du das gehört, Udo? Der Herr Huber, das ist ein Mann. Der weiß, eine Frau meines Kalibers zu schätzen. Keine paar Kilo kann ich auch noch schätzen. Gnädige Frau, wenn Sie abnehmen wollen, könnten Sie ja bei uns Holz hacken. Oh. Holz hacken? Gottes Willen, da trifft mich ja der Schlag. Lieber Gott, tu ein gutes... Jetzt, ja? Aha. Ah ja, also, es geht noch weiter. Für 1290 deutsche Mark pro Woche dürfen Sie den Bauersleuten auf einem idyllischen Bauernhof, die sind in dem Fall dann mir, zur Hand geben. Kühe melken, Hühner füttern, Eier suchen und im frischen Heu wühlen. Danach fühlen sie sich wie neu gewühlt. Was? Was? Na, neu geboren. Na, was sagst du jetzt? Oh je. Was? Ich ahne Schreckliches. Was denn? Du möchtest Urlaubsgäste bei uns einquartieren. Ja, zahlende Gäste. Solche, die unsere Arbeit tun. Sogenannte Urlaubssklaven. Ne? Bin gleich auf die Post gelaufen. Und hab den Zeckenbiss angerufen, ne? Was für Gebiss hast du angerufen? Ja, Gebiss, Zeckenbiss, so heißt das Reisebüro, Reisebüro Zeckenbiss. Zeckenbiss, ne? Für 290 Mark Vermittlungsgebühr verbleiben dem bäuerlichen Gastgeber pro Kopf und pro Woche 1000 Mark. Folgedessen habe ich gleich ein Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer als frei gemeldet. Ne? Was hast du? Ja. Papa, was denn? Wir haben aber gar keine Gästezimmer. Ja, so, ihr habt überhaupt keinen Unternehmungsgeist. Die Leute schlafen in unsere Zimmer. Oh.
Jawohl, ein Ehepaar, ein einzelner Herr und ein einzelnes Fräulein haben sich schon vorgemerkt. Ne? Ja, du, und wo schlafen dann wir? Naja, also pass auf, die vierte paar Tage schlafe ich da draußen auf dem Divan. Ne? Mhm. Du schlafst draußen im Stall. Mhm. Die Hundehütte wäre auch noch leer. Na, du kannst nicht so schön bellen. Ne? Und du schlafst in der Küche, in der Kohlenkiste. Ne? Was denn? In der Kohlenkiste habe ich gar keinen Platz. Ich roll dich schon zusammen. Genauso haben wir Schlaraffenland vorgestellt. Und die gebratenen Tauben, die schießen wir uns am Marktplatz. Ach, was jetzt erst doch auf. Lest denn ihr überhaupt keine Zeitungen? Ha? Steht jeden Tag drin ganz groß von einer gesunden Biokost. Unser Schweinefutter schaut ja nicht anders aus. Ne? Papa, was Schweinefutter sollen das? Naja, die Leute werden sowieso auf den Straßen da betrogen. Das ist so Standard, da wird dann verschiedene Fleischpflanzerl verkauft auf einem alten Salatblatterl, auf einem uralten Semi. Ne? Unser Schweinefutter ist dagegen die reinste Delikatesse. Und als Nachspeise servieren wir dann unser Fallobst aus dem Garten. Ja, Rudi, du denkst ja mit. Papa, die laufen uns doch nach dem ersten Bissen schon davor. Ja, das glaube ich nämlich auch. Hm? Und so weit brauchen die gar nicht laufen. Warum? Hinterm Wald ist das schönste Kurhotel mit allem Komfort. Naja, das dürfen sie auf keinen Fall erblicken. Was machen wir denn da? Dann müssen wir es einsperren. Hm? Und mit Waffengewalt zum Dableiben zwingen. Ach, du hast Licht im Moment, mein Kind. Ne? Papa, die hat ja bloß ein keine künstliche Frau. Aber praktisch wird's, wa? Wenn es mir braucht, lass die Luft raus und mein Schublad. Ich brauche keinen weiblichen Luftballon. Ich lasse mir einen Katalog zuschicken. Du brauchst sowas erst recht nicht. Du hast ja mich. Aber du passt in die Schubladen. Es ist viel wichtiger, dass es Ihnen bei uns hier gefällt. Ja, also mir gefällt es ja sehr gut. Na also, ja, und ja. Ihnen? Sofort gefällt es ihm auch. Es ist ja hier auch viel schöner wie am Meer. Hier haben wir eine gesunde Luft. Ne? Ja, ja, ja. Ach, diese Luft hier, die weckt in mir versteckte Energie. Okay. Und darum möchte ich jetzt endlich zu arbeiten beginnen. Ich gehe mal in den Hühnerstall. Jetzt dürfen Sie die Hühner füttern. Gut. Und immer piep, 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 piep schreien. Auch piep, piep, piep fressen Sie dann leichter, schneller. Ja. Sagen Sie mal, wirkt das bei Udo auch? Das weiß ich nicht. Sie dürfen dann die Eier suchen, ja? Muss ich da auch piep, 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 piep? Ja, ja, das kann nie schaden, ja. Eier suchen, das habe ich zuletzt als Kind gemacht. Und da nur zu Ostern. Ja. Ja, dann wirst du eben jetzt wieder kindisch und suchst Eier. Also die junge Hasen haben wir auch im Stall. Ja. Aber jetzt gehen wir zuerst zu den Hühnern, gell? Ja, mach. Also immer schön piep, 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 piep. Gut, er hat junge Hosen und ich habe einen alten. Na, gar niemand daheim? Heuer, die Verwandtschaft wird nicht schlafen. Na, warte ich halt, bis den Herren des Hauses recht ist. Ja, was haben wir denn da? Jetzt wäre ich einmal ein Marschblasen. Denn so wie ein Huberbahn hin, hat er da Marschmusik drauf. Ja, was tust denn du? Was machst denn da? Wer hat denn das erlaubt? Ha? Was regst dich denn schon wieder so auf? Ich reg mich nicht auf. Ich frage mich nur, was du da bei mir auf dem Hof herumzulungen hast. Ha? Was hast du jetzt gesagt? Du pass mal. Was denn? Ein Bürgermeister. Ja? Der lungert nicht rum. Na, ein Bürgermeister ist Tag und Nacht unterwegs zum Wohle der Gemeinde. Unterwegs, das glaube ich dir sofort. Und um nach dem Rechten zu schauen. Aha, da hat eine Hinterfotzigkeit auf Lager. Ne? Wer ihn? Dir nimmt es wirklich noch ein schlimmes Ende. Ja, das haben meine Freunde schon gesagt, wie ich dich geheiratet habe. Wir gehen jetzt in den Hühnerstall. Ja. Los, komm!
Zu den Hühnern? Ja. Her mit meinen Hühnern. Also, Snöcke, unglaublich. Also, dass deine dicke Sau die Brunhilde mich umgestoßen hat, ist ja allerhand. So ein temperamentvolles Schwein habe ich auch noch nie gesehen. Du, sei froh, dass dich der Mule nicht umgestoßen hat. Meinst du den Stier? Ja, weil immer, wenn er was Rotes sieht, dann wird er wild. So, Ich geh mich schnell umziehen. Ist schon recht. Soll ich dir beim Umziehen helfen? Beim Umziehen wirst du immer wild, ich kenn mich schon. Ja. Weißt du, Papa, bei der Gelegenheit wollte ich es halt fragen, ob sie vielleicht ihren Urlaub verlängern. Wenn sie dich mag, bleibt sowieso da, ne? Also. Ist schon recht. Ich gebe den Stall, gell? Ja, mach das. Ja, da kommt doch die Bürgermeisterin schon wieder. Ja, herein! Ja, wer dummerle denn da? Du bist doch nicht so blöd, du weißt genau, dass ich bin. Ja. Sag mal, was soll denn das? Was schickst du dir direkt? Ich hab die Rede per Express übergeschickt, damit du diesen Brief... Ich will wissen, was in der Brief bedeuten soll. Reg dich nicht auf, das schadet deiner Schönheit. Ich bin nicht schön. Das weiß ich. Entschuldigung, gehen Sie spazieren im Dorf. Nein, ich gehe zum Truppenübungsplatz. Aha. Ja, vielleicht sehe ich da ein paar hübsche Soldaten. Ja, ja. Hä? Was für ein Truppenübungsplatz, richtig? Irgendjemand hat Ihren Mann erzählt. Was willst du mit dem? Du, ich will wissen, was dieser Brief ist. Lass dich nicht aufhalten, Papi, lass schnell mal auf. Ja, ja. Du, bei dir geht's aber zu. Ich rede über diesen saublöden Brief. Es geht um den bei dem Brief. Handelt sich um Feuer. Herr Ober, die Riese ist immer noch mit Kochen beschäftigt. Ja. Guten Tag, die Dame. Ja. Ich gehe gleich ein bisschen in den Wald und schaue, ob die Soldaten immer noch so gespassig daherreden. Ja. Ist geil. Von was für Soldaten redet denn der wieder, die so gespassig daherreden? Der ist ein spannender, ehemaliger Politiker. Und der ist mit dir verwandt? Leider. Also bei euch stimmt doch was nicht, ja, oder? Ja, doch, stimmt. Also was willst du mit dem Ich will Brief? Ja, Oberbauer. Was? Grüß Gott, schöne Frau. Oh! Ein Augenfehler hat er auch. Ich wollte sagen, der Stall ist gefüttert und die Hühner gelüftet. Was? Das ist ja noch viel schöner als wie melken. Geil aus auf. Ja, da reißt mich. Ja, und jetzt war es Milli gestellt. Ach so, ja, in die Küche wie befohlen. Brav, ab in die Küche, jetzt lerne ich den Milli-Rahmstrudel. Milli-Rahmstrudel, ach, das ist sowieso eine Lieblingsspeise von mir. Ja, wie schön. Mein Lieber, wie sie die mal beibracht hat, muss ich nur einen Haufen bestätigen. Sag einmal, wer ist denn die Geschichte ausgegangen mit der Bürgermeisterin? Ich bin ihrem Zorn noch einmal entronnen, ne? Ja, das kann ich mir denken. Ja, ja. Du, wer wär's denn, wenn's dich schriftlich bei ihr entschuldigst? Das ist die gute Idee, natürlich. Mhm. Da kann ich ja alles sagen, ohne dass ich sie anschauen muss dabei. Was soll ich denn da schreiben, ha? Ja, was schreibst du so? Schreibe denn da? Liebe Moslerin. Na, Moslerin. Liebe lasse ich weg und Moseln tut die sowieso schon. Na dann. Dann schreibst halt, ja. Werte Frau Bürgermeister, Rufzeichen. Na, Rufzeichen lasse ich weg, weil ich rufe sie nicht mehr. Also. Na, ich weiß nicht, was ich schreibe. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich dich damals sitzen gelassen habe. Leider hat dein Dorfsepp eine rote Joppe angehabt, was unser Mulli ums Verrecken nicht leiden kann. Na. Er hat deinen Mann von hinten angestupst. Komma? Was? Komma. Komma. Hm? Schreibt man Komma mit einem M oder mit... Ein Komma schreibt man doch nicht. Nein. Das macht man. Macht man. Das ist ein Sauschwanzer. Ach so. Angestupst mit dem Sauschwanzer. Ja, sodass er auf unseren Misthaufen geflogen ist. Von dort auf den Steinboden. Gott sei Dank ist dem Steinboden nichts passiert. Dein Mann hat eine Gehirn
Verschüttung bekommen. Wir wünschen gute Verbesserung. Huber-Bauer. So, und jetzt noch ein Kuvert. Und das sollen auch Dresi gleich überbringen zu der Bürgermeisterin. An den Bürgermeister da. Hier. So, Dresi! Ja. Geh weiter, raus zu mir. Wissen, Papa? Geh, hier soll's also, bring den Brief zu der Bürgermeisterin über und sagst, dann lass mich entschuldigen, gell? Was hast du geschrieben? Wegen Muli, das soll immer besser sein. Ah ja, da wird schon wieder gut sein. Genau. Du, Papa, ich hab mit die Klappex gekriegt. Und? Die bleiben fein nur eine Woche da. Na, da. Ein bisschen in den Wald und schau, ob die Soldaten immer noch so gespassig daherreden. Ja. Ist geil. Von was für Soldaten redet denn der wieder, die so gespassig daherreden? Der ist aus Bonn, ein ehemaliger Politiker. Und der ist mit dir verwandt? Leider. Also bei euch stimmt doch was nicht, ja, oder? Ja, doch, stimmt. Also was willst du mit dem Ich will ja, ja, Huber-Bauer. Ja. Grüß Gott, schöne Frau. Oh! Ich wollte sagen, der Stall ist gefüttert und die Hühner gelüftet. Was? Die Hühner sind gelüftet. Also, wir gehen jetzt spazieren. Ja, ja. Wir wollen der Bundeswehr bei der Arbeit ja, zusehen. Ja. Los, komm, Udo. Ja, wir ja, gehen. Ja. Also, du, ich habe jetzt gerade Bundeswehr verstanden. Komisch, ich auch. Und das sind deine Verwandten, ja, ja. Die arbeiten für dich? Wie wild. Also, das ist ja Wahnsinn, ja. Deine Schulden sollen arbeiten lernen. Du, da komme ich nicht mehr mit. Na, du bist das wieder, ne? Wegen ja, wieso? Wegen dem Brief, den ich geschrieben habe. Ja, also eigentlich... Aha, jetzt tust du schon leid, gell? Ja, also wenn er mal oder so recht... Oder habe ich dich in diesem Brief vielleicht beleidigt? Oh, na, das kommt meinen nicht und so. Und die 1000 Mark, wo ich deinem Mann versprochen habe, die kommen nächste Woche. Was ich mir versprochen habe, das halte ich auch. Das stimmt nicht. Warum nicht? Denke 30 Jahre zurück. Ja. Da muss ich mich einmal versprochen haben. Ne? Und damit dein Mann recht bald wieder gesund wird, schicke ich ihm eine Flasche Schnaps rüber, gell? Da wird er sich aber gefreut. Sicher, ja. Da braucht er ja gar nicht mehr besser. Komm gut heim und lass deinen Mann nicht so lange allein, gell? Du, der ist nicht allein. Nein? Also unsere Hausmagd kümmert sich rührend ja, um ja, ihn. Ja, das weiß das ganze Dorf, ja. Was? Ach, so ist das. Na, was kann ich da? Bin ich jetzt auch angekommen, also da wird ich na also, die Rache ist mein Sprach. Der Herr. Papa. Was ist denn? Es ist alles schief gegangen. Was ist schief gegangen? Durch das, dass alle vier im Wald drum waren, ja. Haben sie mich erwischt. Was? Um Gottes Willen haben sie sich ausgefragt. Ich hab ihnen alles eingestanden. Na hör auf. Du bist ja wahnsinnig. Die fahren heim und wollen ihr ganzes Geld wieder haben. Wir haben doch keins mehr. Papa, die haben sich alle vier köstlich amüsiert über unseren Schwindel. Die sind uns nicht böse. Gar keiner. Da siehst du, die Welt will belogen sein. Und jetzt kommt das Allerbeste. Was denn? Alle vier bleiben eine Woche länger. Hä? Mit Bezahlung. Na, ja. Wir sind aus dem Wasser. So ist. Ich lasse ein zum Milliramstrudel essen, ganz umsonst. Kaffeeleid. Ja. Liebes Pappelein. Was ist das sitzen lassen? Aber wenn ich sie heute anschaue, bin ich sehr froh drüber. Ne? Aber sie hat diesen Schock noch nie überwunden. Ne? Ja, alte Liebe rostet nicht. Und der Teufel holt sie nicht. Na ja, da bist du. Weißt du, ich habe dem Herrn Huber seine Patsche geholt. Ich bin gleich wieder da. Gell? Was hat's denn gegeben? Also, irgendetwas stimmt auf diesem Hof nicht. Da stimmt's im ganzen Dorf nicht. Wieso soll's auch stimmen, wenn der Bürgermeister der Dorfdepp ist, ne? Um den geht es ja gerade. Stell dir vor, der Huber-Bauer hat einen Stier. Ja. Und dieser Stier kann das Rot nicht ausstehen. Ja. Erschreck mich nicht so. Ja. Also, der kann das Rot nicht ausstehen. Jetzt kommt doch heute tatsächlich dieser Bürgermeister und hat eine rote Joppe an. Ach ja. Ja, was macht dieser Huber-Bauer? Er geht in den Stall und lässt den Stier raus, weil nämlich der Huber-Bauer den Bürgermeister auch nicht ausstehen kann. Jetzt geht der Stier auf den Bürgermeister los, weil der eine rote Joppe an hat. Und jetzt liegt er im Bett. Der Stier? Nein! Der Bürgermeister! Der Bürgermeister liegt mit dem Stier im Bett.
Du doch! Hör mir doch endlich mal zu! Ja. Pass auf, wenn ich dir was erkläre. Ja. Also, ich gehe in den Hühnerstall und du kommst mit. Und da werde ich dir das Ganze noch einmal in Ruhe erklären. Ja. Also, der Huberbauer hat einen Stier. Ja. Und dieser Stier kann das Brot nicht ausstehen. Jetzt kommt heute der Bürgermeister und hat eine rote Joppe an. Morgen kaufe ich meiner Frau eine rote Joppe. Also, Freund Riesi, wäre ich nicht schon im Vorruhestand, könnte ich mir wahrscheinlich als Melker mein Geld verdienen. Ich habe den zweiten Eimer auch schon vollgemolken. Ja? Ja. Und wie viel haben Sie ausgeschüttet? Ausgeschüttet? Ja, keinen Tropfen. Gratuliere. Dankeschön, Freund Riesi. Mei, unsere Kühe werden gleich gar keine Milch mehr geben wollen, wenn Sie nicht mehr da sind. Wieso? Sie haben so begnadete Hände. Ja. Zum Melken. Wie schön. Freund Riesi, Sie sind immer so aufmerksam. Ich möchte Ihnen gern was schenken. Ja? Ja. Das ist mir recht, ich nehme alles. Wie wär's denn mit einem neuen Milchkübel? Ihr Alter ist doch nicht ganz dicht. Mein Papa! Nein! Nein, der eine Milchkübel. Milchkübel möchte aber schenken. Da haut ja mein Politiker wieder sauber durch. Ja, wissen Sie denn gar nichts anderes wie ein Milchkübel? Ja, verzeihen Sie, aber ich weiß nicht, was man einem Bauernmädel schenken sollte. Fragen Sie mich heute, ich sag's Ihnen schon. Ja, so viel wollte ich auch nicht ausgeben. Wer weiß denn vielleicht mit einem kleinen Ringerl? Der Holzabschneid ist mir gerade noch abgegangen, das schau ich dir. Papa, das habe ich gar nicht gewusst, dass die Gäste mit uns verwandt sind. Ach, das habe ich dem bloß erzählt, damit er nicht am Bauernhof runtergeht und blamiert uns für unsere Gäste, oder? Ja, und dann darf das vielleicht ins Kurhotel schicken. Und da ist er nämlich stille Teilhabe. Ja, aber da wollen die gar nicht hin, weil die wollen ja bei uns mitarbeiten. Was sagst du? Und in dem Kurhotel dann ja die hinten und vorn bedient werden. So ist es, wer macht das schon? Ja, eben. Jetzt pass auf. Wenn du mich suchst, ich bin bei mir im Zimmer, mach den Schrank fertig, legen, ja, damit die Leute auspacken können. Bitte, ich bin in der Fünf. Nur hereinspaziert in die gute, ah, das lasse ich weg, Stube, wenn ich bitten darf, meine Herrschaften. Dankeschön. Mal mehr genau wie im Konspekt. Udo, das heißt Prospekt. Papa, die Gäste sind da. Ja, tatsächlich, ja. Ja, grüß euch Gott, ihr lieben Leute. Ihr seid schon da, das ist eine Freude. Papa, du sollst nicht dichten, sondern schön grüß Gott sagen. Oh, ja, schon, oder? Grüß Gott. Ja. Also, grüß euch Gott, ich bin der Huberbauer. Das ist meine Tochter, die Resi. Das ist bestimmt kein Besi. Ja, das gehört der Dichte da auch. Das ist mein Bruder, der Rudi. Ja. Ja, den haben sie schon kennengelernt, gell? Ja. So, wo ist das Gepäck von den Leuten? Das ist noch auf dem Heuwagen. Na, ja, dann lass ab und den Heuwagen fahren in die Garage. Ist sie noch. Ja. Kann die Herrschaft vielleicht für den Platz nehmen? Ja, zuerst komm ich und dann du. So, jetzt darfst du dich hinsetzen, aber geh vorne rum, dass ich dich auf dem Auge habe. Los, setz dich endlich hin und pass aber auf meinen Fuß auf. Udo, pass mal auf! Udo, pass auf! Udo, pass auf! Udo! Jeder sitzt ein bisschen anders wieder, gell? So, jetzt seid's da. Also, ich möchte nur mal herzlich grüß Gott sagen, mich entschuldigen, dass wir Sie mit den Ochsenkarren abholen haben lassen. Aber unsere Limonaden, Sie, ne? Was? Ah, unsere Limo, Sie, ne? Die ist noch in der Reparatur beim Hubschmied. Ja. Wer war's denn jetzt mit einem Willkommenstrunk? Ja, ja. Ja, so, das war recht. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Also, mein Name ist Mia Klempel. Es geht um den bei dem Brief. Handeln Sie sich um Herr Huber, die Riese ist immer noch mit Kochen beschäftigt. Ja. Guten Tag, die Dame. Ja. Ich gehe ein bisschen in den Wald und schaue, ob die Soldaten immer noch so gespassig daherreden. Ja. Ist geil. Ja. Ja.
von was für Soldaten redet denn der wieder, der so gespassig daherreden? Der ist aus Bonn, ein ehemaliger Politiker. Und der ist mit dir verwandt? Leider. Also bei euch stimmt doch was nicht, ja, oder? Ja, doch, stimmt. Also was willst du mit dem Ich will ja, jetzt... Ja, Oberbauer. Ja. Was? Grüß Gott, schöne Frau. Oh! Ich wollte sagen, der Stall ist gefüttert und die Hühner gelüftet. Was? Die Hühner sind gelüftet. Also, wir gehen jetzt spazieren. Ja, ja. Wir wollen der Bundeswehr bei der Arbeit ja, zusehen. Ja. Los, komm, Udo. Ja, wir ja, gehen. Ja. Also, du, ich habe jetzt gerade Bundeswehr verstanden. Komisch, ich auch, gell? Und das sind deine Verwandten, ja, ja. Die arbeiten für dich? Wie wild. Also, das ist ja Wahnsinn, ja. Deine Schulden sind arbeiten deren. Du, da komm ich nicht mehr mit. Na, du bist das wieder, ne? Wegen ja, wieso? Wegen dem Brief, den ich geschrieben habe. Ja, also eigentlich... Aha, jetzt tust du schon leid, gell? Ja, also, wenn er mal oder so recht oder hab ich dich in diesem Brief vielleicht beleidigt? Oh nein, das kommt meine nicht und so. Und die 1000 Mark, wo ich deinem Mann versprochen habe, die kommen nächste Woche. Was ich mir versprochen habe, das halte ich auch. Das stimmt nicht. Warum nicht? Denke 30 Jahre zurück. Ja. Da muss ich mich einmal versprochen haben. Ne? Und damit dein Mann recht bald wieder gesund wird, schicke ich ihm eine Flasche Schnaps rüber, gell? Da wird er sich aber gefreut. Sicher, ja. Da braucht er ja gar nicht mehr besser. Komm gut heim und lass deinen Mann nicht so lange allein, gell? Du, der ist nicht allein. Nein? Also unsere Hausmagd kümmert sich rührend ja, um ja, ihn. Ja, das weiß das ganze Dorf, ja. Ach so ist das. Na, was kann ich da? Bin ich jetzt auch angekommen, also da werde ich heute. Na also, die Rache ist mein Sprach. Der Herr. Papa. Was ist denn? Es ist alles schief gegangen. Was ist schief gegangen? Durch das, dass alle vier im Wald drum waren, ja. Haben sie mich erwischt. Was? Um Gottes Willen haben sie sich ausgefragt. Ich hab ihnen alles eingestanden. Na ja, du bist ja wahnsinnig. Hm. Die fahren heim und wollen ihr ganzes Geld wieder haben. Wir haben doch keins mehr. Papa, die haben sich alle vier köstlich amüsiert über unseren Schwindel. Die sind uns nicht böse. Gar keiner. Da siehst du, die Welt will belogen sein. Und jetzt kommt das Allerbeste. Was denn? Alle vier bleiben eine Woche länger. Hm? Mit Bezahlung. Na, ja. Wir sind auch noch. Warum? Ganz einfach, wenn ein Ehepartner den anderen nicht mehr mag, dann schickt uns zu uns her, von uns kriegt er eine rote Joppe. Dann lassen wir den Stier raus, ne? Das ist wie in Spanien, bloß bei uns gewinnt immer der Stier. Er rührt sich wieder. Bürgermeister, ja. Komm zu dir! Ja. Freund Lisi, kommen Sie doch bitte zu mir in den Stall. Ich habe den ganzen Milcheimer schon halb voll gemolken. Na ja, dann nehmen Sie eine zweite Kuh und melken Sie ihn ganz voll. Ja, gut, das wird ja gerade. Was ist das denn? Das ist unser Bürgermeister. Ja, der hat einen kleinen Unfall gehabt. Ja. Einen Unfall? Er hat mit einem Stier gerauft und der Stier hat gewonnen. Nein. Ja, aber sonst ist das ein netter Bürgermeister. Ja. Ach, jetzt verstehe ich diese besagte Bürgermeister. Ja, der Besagte. Papa, was hast du mir denn erzählt? Gar ja, nichts, hab ich schon gar nichts. Auch nicht fürchterlich. Ja. Jetzt wird's aber Zeit. Ja. Bürgermeister, komm mal! Halt, um Gottes Willen doch nicht schütteln. Ne? Hm? Nein, lassen Sie mich das machen. Ja, ja geben Sie aber Obacht, gell? Der wird nämlich leicht zornig. Keine Sorge, keine Sorge. Für solche Fälle habe ich immer ein Riechfläschchen dabei. So, wissen ja. Sie, da habe ich schon mancher Dame aus der Ohnmacht geholfen. Aha. Ruf's aus dem Wald. Aufwachen! Es ist früh am Morgen. Ja, was ist denn los? Der Stier war los. Oh. Herrschaft brummt mir der Schädel. Wo der seinen Kopf hat. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ja. Das kann ich Ihnen schon sagen, mein armer Freund. Mhm. Sie sind hier der Dorfdepp. Ui. Was? Was? Der Herr Huberbauer hat mir schon gesagt. Ja, der hat mir schon gesagt, dass Sie einen kleinen Dachschaden haben, von Geburt an. Und wie gern Sie sich verkleiden. Einmal sind Sie der Neandertaler, einmal der Napoleon und heute sind Sie der Bürgermeister.
Alles klar. Ja, ihr helft mir schon. Alles. Hurbe, bah! Jetzt hat er wieder Kopfschmerzen. Du hast ja nur ein Glück, dass ich verletzt bin. Warum? Sonst darf er dich jetzt auseinandernehmen. Na ja. Warte, wenn es mir wieder besser geht. Ja. Na, hol dich raus aus dem Wand, du Basi, du Elendiger, du. Bürgermeister, soll ich heimführen? Ach, halt dein Maul! So sehen wir heimgehen. Hurbe, bah!